Einen schönen guten Abend. Es ist Sonntag und 19 Uhr und wir sind wieder live auf dem Producer Network und es ist Sommer anscheinend. Ich begrüße euch auch hier mit zum Sommer. Und ja, es steht schon im Chat drin. Erstmal heute kleinere Runde noch. Muttertag und Sommer, Einbruch gleichzeitig. Genau. Aber sind ja doch noch einige gekommen. Ein paar werden es bestimmt danach auch anschauen. Patrick ist da, Massi Crafter. Der Maisie Lanes in Arc natürlich. 26 Grad blauer Himmel und Föhn. Und Ingo hat seinen ersten Sonnenbrand. Okay. Ja, schön. Ja, war ein schöner Tag. Ich war tatsächlich auch draußen, aber kommt jetzt nicht auf blöde Ideen. Ne? Wir bleiben weiterhin hier in unseren Kellerlöchern sitzen und machen Mucke. Egal, wie warm das draußen wird. Das ist ganz klar. Habt ihr eigentlich noch die epische Version von dem Intro irgendwo rumkugeln? Ja, die gibt es immer auf meinem eigenen Kanal, wenn ich das streame. Nimm dir mal irgendeinen beliebigen Stream von meinem Kanal, der aufgezeichnet ist ganz am Ende. Kommt ihr immer zum Outro? Der Kanal heißt einfach Timo Krämer. Da findest du das Bremen, 26 Grad, das Haar sitzt, schreibt der Roof Rockers Technikkappe, schwitzt, schwitzt vor sich hin. Naja, ah ich bin gespannt, wie es wieder, wenn es jetzt wieder richtig heiß wird, was die Technik generell dann wieder dazu sagt. Ich hatte ja letzten Sommer stellenweise richtige Einbrüche im, im Rechner dann, wenn der zu heiß wurde und mein Interface. Und große Sessions müssen wir immer im Winter mischen, wo wir viele Plugins brauchen. Haben wir ein bisschen mehr CPU-Power? Danny, Uwe, Danny, ATK, Jabulani, Paul, Ranga Music, MT. Ja, hallo an alle, die da sind. Heute mischen wir wieder. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir, wobei es füllt sich gerade, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn wir da mal eine kleinere Runde sind. Dann könnt ihr alle eure Fragen stellen, weil heute kommen zwei ganz wichtige Sachen, glaube ich, in den Mix. Ich habe ja im letzten Stream angefangen, einen Song zu mischen. Wir haben vorbereitet, ein bisschen über. Levels nachgedacht über eine Busstruktur, haben ganz grob schon mal vorgemischt und so ganz rough Mix angefangen einfach mal. Und heute möchte ich auf Bass und Kickdrum ein bisschen zu sprechen kommen und dann aber hauptsächlich auch auf die Main Vocal Spur. Ne? Weil das war die Reihenfolge bei dem Song, in der ich es gemischt habe. Bevor wir da reinkommen, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten oder auch Großigkeiten. Einmal gibt es ja die Möglichkeit, den Kanal hier zu supporten. Ne? Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Man kann in YouTube Mitglied werden, aber es gibt auch ein patreon wo dann eben nicht so viel Cash bei YouTube hängen bleibt. Und das wurde alles überarbeitet jetzt. Also da gibt es was Neues, das zeige ich euch hier mal, weil ja manche fragen ja tatsächlich auch, wie sie uns supporten können. Ist ja jedem klar, dass das Ganze eine Menge Geld kostet, die ganzen Kameras, Lichtproduktionen, der ganze Schnitt von den Videos. So ein Kanal ist auf dem Niveau bei weitem nicht kostenlos zu machen, im Gegenteil. Und alle, die da mithelfen können, natürlich nur und wollen, sind da sehr gerne gesehen. Und helfen dann auch mit, dass es für alle anderen kostenlos bleibt. Die sich das halt nicht leisten können. Genau das ist ja die Idee von so einem Crowdfunding. Und ja, ihr seht es jetzt hier auf dem Bildschirm, also es gibt diese drei Stufen: Supporter, dann Premium Supporter und den VIP für auf 10 begrenzt. Und hier unten steht dann jeweils, könnt ihr euch mal anschauen, einfach nach Patreon und Producer Network googeln, kriegt ihr direkt diesen Treffer hier. Ich kann es auch mal im Chat reinpasten. Dann könnt ihr direkt draufklicken. So, bitteschön, zumindest im YouTube-Chat, also die Facebook und Twitcher müssten dann hier rübergucken. Und genau, hier steht, was es denn alles gibt dafür. Und meiner Meinung nach geht es ja nicht darum, dass man was dafür kriegt, sondern das sind halt die Leute, die wirklich supporten wollen und die sich das leisten können, die halt vielleicht einen guten Job haben und dann uns da unter die Arme greifen. Aber man kann sich in dem Fall hier tatsächlich auch überlegen, das taktisch einzusetzen, fast schon, weil ihr seht hier unten. Im Premium-Supporter ist ein Jahr lang die Isotope-Subscription drin und die kostet alleine eigentlich schon 250 Euro. Also, das ist jetzt über Producer Network sogar ein bisschen günstiger. Gerade, ich weiß nicht, wie der Deal wieder zustande kam, ist sogar ein bisschen günstiger als bei Isotope selbst. Also, wenn ihr Interesse habt am Isotope-Bundle, an dem Abo, ich zeige euch das mal eben, was da alles drin ist. RX Pro. Ozone Pro, Neutron Pro, Nectar Pro, Neowarp, Inside, Tonal Balance Control, Vocal Synth and More. Also das komplette Mixing Bundle quasi. Das geht ja bei allen Firmen langsam, aber sicher in diese monatlichen Systeme da mit monatlichen Kosten. Ob es gefällt vielen nicht, ob man will oder nicht, aber das wird wohl die Zukunft sein. Und ich selbst habe ja das Slate Bundle schon seit vielen Jahren auch abonniert. Das ist ein bisschen günstiger. Da zahle ich, glaube ich, 15 Dollar oder 15 Euro pro Monat. Und ja, ich meine, am Ende ähnlich jetzt wie mit den Sachen hier, wenn man das supporten möchte. Wenn das pro Jahr 150 oder 200 Euro sind, jemand, der einen Beruf hat und das beruflich macht, das verdient man in einem Tag eigentlich. Na, deshalb sehe ich das mittlerweile auch ein bisschen weniger kritisch als früher mit den monatlichen Kosten, aber ich bin natürlich da immer vorsichtig, nichts zu abonnieren, was ich nicht unbedingt brauche. Mir war das Kaufen auch immer lieber, aber immer mehr Firmen stellen da um oder bieten zumindest beides an. Also da würden wir uns freuen. Wenn jemand uns da supportet und die ganze Community eigentlich ja supportet, also weniger eigentlich sogar uns, sondern mehr alle, die zuschauen, wobei wir da ja auch dazugehören. Und ich möchte euch das hier zeigen, ein Videotipp von mir. Al Schmidt ist gestorben letzte Woche, war einer der besten Toningenieure der Welt, können wir sagen. Das ist ja die erste Generation von Tontechnikern, ist ja fast noch am Leben. Also er ist jetzt einer von den die von ganz von Anfang an mit dabei waren, ist jetzt leider gestorben, war glaube ich auch über 90 und gerade vor einer Woche kam noch dieses Video heraus, Recording Techniques with Al Schmidt Auch da gebe ich euch den Link, weil ich fand das Video super. Also zumindest für diejenigen a die Englisch sprechen unter euch und b die es halt wirklich wissen wollen, also die jetzt nicht so möglichst effizient sich schnell das Wissen zusammenbauen wollen. Um Sachen mehr oder weniger nachzubauen, was ja auch okay ist. Aber die, die richtig eintauchen wollen in Recording Arts, ne? so heißt. Ich habe einen Bachelor of Arts in Recording Arts, Aufnahmekünste, quasi. Und das ist halt eine Kunst, die so ein bisschen verloren geht leider. Und er war da immer ganz groß und in dem Video sieht man das auch, wie sehr die sich Gedanken gemacht haben über das Zusammenspiel von Schallquelle, Mikrofone und Raum. Das ist eine eigene Kunst. Immer mehr gewesen leider wo man welche Mikrofone hinstellt und was die Instrumentalisten auch machen müssen oder die Sänger. Und er spricht ganz viel. Hier geht es um Kontrabass und Gesang in dem Video. Aber generell gibt es auf dem Kanal Mix with the Masters, gibt es eh sehr, sehr, sehr viele gute Videos. Also wenn ihr Englisch gut versteht, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und dieses Video wollte ich einfach nochmal empfehlen. Gerade auch jetzt zum unangenehmen Anlass natürlich, dass er gestorben ist, aber es gibt sehr, sehr viele Videos mit ihm und wir können, glaube ich, alle eine Menge lernen von solchen Leuten. Und dass die solche Videos machen, ich verstehe auch überhaupt nicht, hier zwei Daumen nach unten, das Übliche halt, wie kann man da einen Daumen nach unten geben, wenn einer der besten Toningenieure gratis Tipps gibt einfach und sympathisch auch noch, unglaublich sympathischer Mensch auch. Und das Dritte, was wir noch haben, bevor wir zum Mixen kommen, sind ein paar Fragen wieder im Forum und mit denen würde ich jetzt direkt mal loslegen. Das hier war die älteste Hey Timo. Diese Frage passt zwar nicht so wirklich hierher, aber ich habe mich gefragt, wie Stereophonie bei Schallplatten funktioniert. Die nach oben und nach unten Bewegung wäre ja nur Mono, wenn ich da richtig denke. Bewegt sich die Nadel auch noch irgendwie seitwärts? Viele Grüße aus Ravensburg vom Finn. Dass ich das wusste, ist, glaube ich, schon 20 Jahre her. Aber es, ich meine mich zu erinnern, dass die Schallplatte, dass die Rille so verläuft. Die Rille von der Schallplatte läuft so, also es 90 Grad Winkel und das Ganze ist schräg. Das heißt, es gibt zwei 45 Grad Winkel vom Boden aus be äh, betrachtet und so ist dann die Rille, in der die Nadel vom Schallplattenspieler sich aufhält und dann kann sie eben in beiden Seiten Informationen haben, irgendwie so es, Aber genau weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr. Vielleicht weiß es jemand im Chat, aber ich glaube, dass es die eine Seite dann links, die andere Seite rechts war von den zwei Wänden und die Nadel ist dann in der Mitte. Wie es dann aber genau funktioniert, wie die Nadel sich dann die Infos rausholt und das mit Stereo macht, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich war auch nie so richtig Schallplatten, Schallplatten äh, Vinyl interessiert. Also ich war mit CD eigentlich relativ schnell zufrieden. Das sind aber nur die Teaser auf Mix With the Master, meinst du wahrscheinlich? Das ist nicht der Fall. Ne, zum Glück nicht. Also da gibt es auch Videos, die über eine Stunde gehen, die kostenlos sind. So QAs mit den ganzen Leuten. Und das Video jetzt ging, glaube ich, acht Minuten und da ist schon richtig Info drin. Also die haben schon auch Teaser, aber die haben auch richtige Videos kostenlos auf dem Kanal. Sonst würde ich es glaube ich auch nicht empfehlen. Dann haben wir noch eine Frage von auch vom Finn. Bin gerade beim Mastering mit Ozone und habe zuerst den Master Assistant drüber laufen lassen, der boostet bei mir der boostet mir etwa bei 2k relativ breitbandig um 1,5 dB die Mitten, nimmt etwas Low End von, und vor allem Top End um 4 dB weg. Zumindest wenn man nach der rechten Skala in Ozone geht, nach der linken Skala wären es minus 80 dB. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Skalen? Aber viel wichtiger, wie viel darf man den Ozone EQ noch an der Frequenzverteilung machen lassen, sodass man nochmal an den Mix muss? Okay, also wann man quasi nochmal in den Mix zurück sollte oder wann man das im Mastering machen kann? Wenn es um Sonarworks geht, meintest du, mehr als 6 dB sollte man nicht von einem EQ korrigieren lassen, da es sonst zu künstlich klingt und zu viele Artefakte gibt. Gilt das hier für den Ozone EQ bei Mastern auch? Viele Grüße, Finn. Bei Sonarworks habe ich gesagt, dass äh, nicht, weil das zu künstlich klingt oder zu viele Artefakte gibt, sondern weil dann einfach der Lautsprecher teilweise einen ganz krassen Job machen muss. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein, im Bassbereich ein Loch an eurem, an eurem Abhörplatz und macht dann mit Sonarworks einen Frequenzgang drüber, damit das ausgeglichen wird. Dann habt ihr zum Beispiel bei 100 Hz 10 dB zu wenig. Dann würde Sonarworks das ausgleichen und gibt dem Lautsprecher den Befehl, bei 100 Hz 10 dB mehr zu machen. Das heißt, der Lautsprecher muss 100 Hz doppelt so laut rauspusten, wie er das sonst macht. Und das finde ich halt zu so krass, Na, weil dann das ganze Lautsprecherkonstrukt irgendwann nicht mehr dafür ausgelegt ist, sowas zu machen. Und selbst wenn der eine Frequenz doppelt so laut machen muss wie alle anderen, das ist für den Lautsprecher ja auch nicht so, wie das gedacht ist. Das ist immer mein Bedenken, wenn, wenn ich mit Sonarworks zu groß ausgleichen muss. Und deshalb sage ich immer, Sonarworks kommt nach der Raumakustik. Mit Raumakustik ein bisschen vorarbeiten, dann Sonarworks, wenn man das möchte. Das Timing vom Signal wird halt verändert. Die Phasenlage ändert sich oder man kriegt dieses Pre-Ringing, die Artefakte. Und das mit dem Ozone zu vergleichen, und da zielt ja die Frage hin, das halte ich für gar keinen sinnvollen Vergleich. Na, weil Ozone ist ja eine Klangbearbeitung, die auf dem Signal drauf bleibt am Ende. Das soll so gut wie möglich klingen. Und wenn du da eineinhalb dB rein oder raus gekriegt hast vom Master Assistant oder das selbst machst oder 4 dB, 10 dB selbst, wenn es danach besser klingt, ist es richtig. Das, was Sonarworks macht, bleibt ja nicht auf dem Signal drauf. Das ist ja nur abhörseitig. Das bounce man ja nicht mit raus. Sonarworks ist nur eine Raumkorrektur, nur fürs Abhören. Ja, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Und was Ozone macht, bleibt auf deinem Signal drauf. Und wenn das danach besser klingt als davor, ist völlig egal, wie viele dB da drauf steht. Und der Master Assistant, ich finde den ziemlich gut von Ozone. Und ob man dann wieder noch mal in Mix reingeht, ich würde halt nochmal in Mix reingehen, wenn ich wirklich merke, Ozone würde eigentlich gerne... Ozone ist schon auch am Limit quasi. würde eigentlich gerne was anderes machen oder mein Bassbereich war 10 dB zu laut, dann würde ich vielleicht schon noch mal in Mix reingehen. Na, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass der Master Assistant und Ozone das noch besser hinkriegen, wenn der Mix von vornherein schon ein bisschen ausgewogener ist. Gut, mastern können wir immer dann, wenn der Mix ausgewogen ist. Wenn der insgesamt zu wenig Höhen hat, ist das gar nicht schlimm. Schlimm wäre nur, wenn nur die Vocals zu wenig Höhen haben, aber der restliche Mix nicht. Weil dann kriege ich es nicht mehr getrennt. Aber wenn ein Mix an sich ausgewogen klingt, können wir den eigentlich immer relativ gut mastern. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Ist Tonal Balance Control von Isotope empfehlenswert? Gerade am Anfang würde ich sagen ja. Und vor allen Dingen, wenn man die Abhörsituation nicht kennt. Also wenn man unterwegs ist, mit Kopfhörern mischt oder in einem Studio, das man nicht kennt, mischt oder selbst noch nicht viel Erfahrung hat mit Mischen, dann finde ich Tonal Balance Control insbesondere für den Bassbereich ziemlich sinnvoll, ja. Kann man sich mal angucken. Okay, dann haben wir hier noch eine dritte Frage. Und dann können wir in unseren Mix reingehen. Mir ist soeben beim LUFS-Prüfen aufgefallen, dass mein Mix im Alban Loudness Analyzer im Vergleich zu zwei Referenztracks in der Skala einen viel tieferen Wert hat. Highest Reconstructed Peak Level. Okay, an dem. Könntest du mir erklären, was genau das bedeutet und warum der so unterschiedlich ist im Vergleich mit anderen Tracks? Ja, ja, ja. Verstehe, er hat minus 1,9. Und so ein kommerzieller, ach, wir haben einen Screenshot hier. Zeige ich euch mal. Wir haben hier einen Screenshot bekommen. Also hier unten. Highest Reconstructed Peak Level ist minus 1,9 bei ihm. Dann ein, von Mixu ein Track. Da steht dann minus 0,4. Und vom Dr. Dre steht 0,5 über 0. <laughs> Natürlich. Wir müssen immer eins draufsetzen. Ah, also, Highest Reconstructed Peak Level. Heißt folgendes. Das ist eigentlich das, was ein Limiter bei True Peak versucht herauszufinden. Wenn wir an digital arbeiten, dann hat unsere schöne Kurve, unsere schöne Schallwelle, unsere Wechselspannung, die ja eigentlich, egal wie weit wir reinzoomen, die immer schön unendlich fein aufgelöst wäre. Analog. Na, aber wenn wir die digital bearbeiten, hat ja irgendwann diese einzelnen Abtastwerte. Und in der Digital-Analog-Wandlung, wenn wir was abspielen, wenn wir digitale Signale abspielen, dann wird es ja wieder rekonstruiert, wie die Schallwelle ausgesehen hat davor. Und es klappt tatsächlich. Da gibt es keine Treppenstufen mehr. Die verschwinden in diesem Vorgang wieder. Na, das heißt, ich habe zuerst eine Wechselspannung, die taste ich ganz oft ab pro Sekunde in der Analog-Digital-Wandlung. Dann habe ich einzelne Werte, die ein Computer speichern kann, dargestellt wird. Das oft mit diesen Treppenstufen. Das heißt nicht, dass es danach nach Treppenstufen klingt, weil in der digital-analog-Wandlung wird wieder rekonstruiert, wie die Schallwelle vorher ausgesehen hat. Und innerhalb vom Bereich, den wir darstellen können, nämlich maximal die Hälfte der Sampling-Frequenz, innerhalb von dem Bereich wird es auch fehlerfrei rekonstruiert. Das heißt, mit 44,1 KHz können wir bis 22,05 KHz. Fehlerfrei rekonstruieren, wie meine Originalschwingung ausgesehen hat. Bei diesem Vorgang kann es sein, dass es zwischen meinen Abtastwerten nochmal hochgeht. Das kann sein, ich habe zwei Samples, die beide hier oben sind, zwei Abtastwerte, und zwischen denen gab es nochmal so einen Peak in meiner Originalkurve, der aber nicht dargestellt wurde, weil der zwischen den Werten liegt. Und das ist das, was hier gemeint ist mit Highest Reconstructed Peak Level. Und das ist genau das, was ein True Peak Limiter vermeidet. Weil der vorher schon darauf achtet, wie das danach wieder als analoge Schwingung wieder aussehen wird. Und verhindert dann, dass es drüber gehen wird. Das macht dann True Peak Limiter. Und das ist genau die Einstellung hier. Also, wenn hier minus 1,9 steht, dann war außen wohl so eingestellt oder welcher Limiter auch immer das war, dass der oben halt zumacht bei True Peak minus 1,9. Und bei Dr. Dre ist das eben nicht passiert. Der ist bis null gegangen wahrscheinlich. Und beim Rekonstruieren, beim Abspielen, beim Digital-Analog-Wandeln sind dann hier einzelne Peaks drin, die über Null gehen, ne, die dann halt wirklich verzerren. Hört man ja auch in ganz vielen Masters. Hören wir an Spotify, an YouTube die ganze Zeit, dass die Kickdrums verzerren. Das ist genau sowas. Ja. Ziemlich technisch jetzt, aber die Frage ist immer mal interessant, glaube ich. Okay, wunderbar. Das war der Einstieg. Dann würde ich mal unsere Session aufmachen und wir machen weiter mit Mixen. So, ich öffne das mal. dauert einen kleinen Moment, dann schaue ich so lange noch meinen Chat rein. Ajan hat drei Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Das geht natürlich auch hier im Chat. Ist auch immer eine Möglichkeit. Vielen Dank für den Support. Wo ist Alfred eigentlich? Ja, stimmt, ist Alfred nicht da? <laughs> dann müssen wir eigentlich warten, ne? Können ich ohne Alfred machen? Wird in seinem Garten sitzen und das schöne Wetter genießen. Ja, das sei ihm gegönnt. Und morgen gibt es ein Kopfhörervideo. Ich habe mir jetzt die auch angehört, ne? die ganzen Biodynamik-Kopfhörer. Hier noch einen. Der halboffene war mein Liebling. Ist schon krass. Also, ich habe mal wieder bemerkt, wie unterschiedlich das ist, mit, mit Kopfhörern zu mischen. Und wie schnell man sich gewöhnt an so einen Kopfhörersound auch. Und ja, vielleicht probiere ich es jetzt auch mal. Ich fand es auch interessant. Ich habe mir die Videos vom Clemens auch angeguckt, wo er die ganzen Kopfhörer verglichen hat. habt die dann danach selber auch mal verglichen. Ist schon Wahnsinn, wie unterschiedlich die klingen und auch wie nicht immer die teuersten unbedingt am besten klingen, sondern wie man seinen eigenen Sound einfach treffen muss. Und auch interessant, weil der Clemens und ich, wir mischen ja beide mit ATC Lautsprechern. Wir sind da eigentlich eine ganz ähnliche Klangästhetik gewohnt und haben trotzdem unterschiedliche Favoriten bei den Kopfhörern. Ist echt interessant immer. So, das ist unser Mix, den wir im letzten Stream angefangen haben und wo wir heute weitermachen. Und für die, die nicht da waren, spiele ich ganz kurz nochmal einfach nur vier Takte an. Ich habe ja letzt, letztes Mal das hier mit und ohne Plugins rausgebounced und ich spiele jetzt zuerst nochmal hier die Version ohne Plugins, die vier Takte und dann dieselben vier Takte nochmal mit meinen Plugins, damit die, die nicht da waren, den Unterschied nochmal hören. Und dann gehen wir rein in Bass und Kickdrum und danach in die Main-Vocal-Spur. Das ist der Plan für heute. Ich spiele euch den kleinen Teil nochmal vor, mit dem wir uns heute befassen. Das war also der Vergleich nochmal ne, mit und ohne Plugins. Und ja, großer Unterschied natürlich, hoffentlich. Dann machen wir die Spuren mal aus, die beiden, und schalten die Plugins wieder ein und kümmern uns zuerst mal um die Drumspur und um die Bassspur. Wir waren so weit gewesen letztes Mal, dass die Levels ungefähr eingestellt waren, ganz rough, ganz grober Mix zwischen Beat und Vocals. Die Beats passen ja oft schon einigermaßen, wenn man die Spuren kriegt. Vocals gar nicht, ne? da kriegt man ganz viele trockene Vocalspuren, manchmal mit Autotune schon drauf, aber sonst ist da meistens nichts gemacht. Und am Beat muss man oft gar nicht viel machen, aber gerade im Bassbereich dann halt doch. Ja, und genau das mache ich dann ganz gerne am Anfang schon, damit, wenn ich die Vocals anfange, reinzumischen. Ich mache schon relativ früh die Main Vocalspur, aber vorher will ich, dass der Beat ungefähr einigermaßen funktioniert. Sonst ist es schwierig vorzustellen, wie die Vocals da reingehen, sonst macht es auch keinen Spaß und ich bin ständig abgelenkt. Wenn zum Beispiel die Kickdrum noch nicht funktioniert, dann bin ich ständig abgelenkt und dann muss ich das erstmal reparieren. Und das war die Reihenfolge in dem Song. Also genauso, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Könnt ihr euch immer noch angucken. Der Stream ist noch online vor zwei Wochen. Genauso in der Reihenfolge, wie ich es da gemacht habe. Auch schon ein paar Busse angelegt, bisschen überlegt. Und dann war mein nächster Schritt, Kickdrum und Bass einzustellen, dass die einigermaßen funktionieren. Der restliche Beat ging. Den habe ich dann erstmal gelassen und dann die Main Vocals gemacht. Also genau die Dinge, die ich jetzt heute zeigen werde. Und starte mit der Drumspur, beziehungsweise habe ich da schon eine Frage im Chat, wenn ich von einem fertigen Track Vocals von Beat, Instrum, von Beat und Instrumental trenne und ein Revocal habe, wie müsste ich oder wie wäre es richtig, den DB-Wert bzw. VU-Meter-Wert zu halten? Was meinst du mit Revocal? Was ist Revocal? Von einem fertigen Track Vocals vom Beat trennen, wie machst du das denn überhaupt? Das geht ja gar nicht mehr. Also, das einzige, das ich da kenne, ist das Music Re Rebalance von Isotope. Wo man halt bei einem fertigen Mix immer noch sagen kann: Drums lauter leiser, Vocals lauter leiser. Ein paar dB kann man da tatsächlich noch machen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie man das noch trennen kann von einem fertigen Mix. Okay. Also, Drumspur. Und das ist auch, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, da habe ich ein bis bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Die Drumspur kam komplett. Ich habe hier nicht die Kickdrum einzeln, ich habe hier nicht die Snare einzeln. Und da musste ich schon ein bisschen ran. Und ich spiele euch die mal ohne... Zuerst lassen wir mal ohne Effekte. Ich spiele euch mal die Drums vor und dann schalte ich mal den Bass dazu, ohne irgendwelche Bearbeitungen. <laughs> Und das hat mir noch zu wenig gegrooft. Ja, dieser Drum Loop, da war mir noch ein bisschen zu wenig Punch drauf. Die Kickdrum schlägt noch ein bisschen zu wenig ein, auch zu wenig aggressiv so ein bisschen. Das ist ja schon so Dance-mäßig im, im weitesten Sinne. Ne? Und die Kickdrum, die braucht ja einfach ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Action. Und meine erste Idee war ein Transient Shaper. Ein Transient Shaper, also der wirklich die Attack-Phase vom Signal stärker machen kann. Und da gibt es ein Plugin dass das frequenzspezifisch machen kann. Und das möchte ich euch mal zeigen. Genau den habe ich nämlich dann auch reingemacht und habe dem gesagt, er soll bei 150 Hertz hier die Transienten verstärken, die Attack-Phase verstärken von diesem Drum-Loop. Und um das zu zeigen, würde es jetzt auch hin und her schalten dann, wie das mit und ohne klingt und dann auch mal übertreiben. Ich würde den dann noch stärker machen, damit ihr genau hört, was der macht. Der betont bei 150 Hertz ungefähr in dem Bereich die Attack-Phase. Sehr theoretisch, die Aussage. Deshalb hör, hören wir es uns jetzt so an. Also man hört richtig, wie die Kickdrum halt präsenter wird. 150 Hertz ist nicht unbedingt eine angenehme Frequenz in der Kickdrum oder bei Drums generell. Das kann auch sein, dass man die gar nicht will. Aber in dem Fall fand ich die gut, weil die sich gut durchsetzen kann und habe das dann hier drin gelassen. Dezent. Ne? Also hier plus 1,9 dB macht der. Das ist wirklich nicht viel. Der AB-Vergleich mit und ohne mit dieser Einstellung, der ist relativ unauffällig. Aber der Loop kriegt ein bisschen mehr Dampf. Der Loop kommt ein bisschen besser raus. Als zweites habe ich dann das hier ausprobiert, einen Kompressor und das sehen wir unten am Mix-Button. Der hat 44% eingestellt, da habe ich mit Parallelkompression ausprobiert. Weil das ganz oft ja bei Drum Loops auch funktioniert. Wenn die ein bisschen mehr Power brauchen, wenn die ein bisschen durchsetzungsfähiger sein sollen, ist ja ganz oft Parallelkompression der Weg. Aber ihr seht, der ist ausgeschaltet. Also den habe ich tatsächlich nicht verwendet, hat nicht geklappt. Und ich kann mich noch erinnern, warum. Weil der die Kickdrum flacher gemacht hat. Der hat die Kickdrum so ein bisschen rausgenommen, fast mehr. Der sollte eigentlich die Drums krasser machen. Und manchmal passt es einfach nicht. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Weiß man vorher nicht. Dann wird es so ein bisschen flacher. Die Kickdrum verliert sogar ein bisschen Energie. Und so war es hier. Und dann habe ich den wieder rausgenommen. Also könnte man eigentlich direkt löschen. Kann man eigentlich gleich machen. Remove. Dann habe ich einen Neutron drauf. Und habe hier unten die Bässe einfach noch ein bisschen reinecute den können wir uns auch mal anhören mit und ohne und dann fand ich die Idee so gut mit dem Transient Shaper, dass ich noch mal einen genommen habe der dann ein bisschen höher bei 200 Hertz fast nochmal dasselbe macht. Aber, und das ist jetzt eine Besonderheit, wenn ihr hier oben euch die Linie anguckt, seht ihr hier schon was, das ist eine Automationslinie. Und zwar habe ich den zweiten Envelope, den zweiten Transient Shaper, den habe ich automatisiert. Weil das war mir dann zu viel, wenn beide drauf sind. Das klingt dann so. Also, da tut sich einiges mit den drei Plugins. Aber der zweite Envelope Shaper hier, der war mir zu viel. Also, da finde ich, dass die Kickdrum zwar im Mix dann sich gut durchgesetzt hat, aber an den Stellen hier wie Intro, wie in der Bridge, wo man die Kickdrum wirklich gut hören kann, an, der, an den Stellen wollte ich das nicht haben. Na, wenn wir hier vorne uns mal den ganzen Mix anhören, da seht ihr schon, da ist das aus. Das ist, wenn die gelbe Automationslinie hier oben ist, ist das dritte Plugin aus. Bypass. Und immer wenn die gelbe Linie unten ist, ist das dritte Plugin auch an. Das heißt, immer wenn Action ist, immer wenn der Bass mitläuft, dann kriegt die Drumspur noch mal einen zweiten Envelope drauf, einen zweiten transient Shaper. Und im Intro, dass ich euch gleich vorspiele und dann gehen wir mal rein in die Hook. Im Intro habe ich den nicht drauf, weil dann klang es mir zu sehr nach dieser ja zu mittigen Kickdrum einfach. Wir machen mal nur die Musik an und ich spiele euch vom Intro bis in die Hook rein. Das ist Automation in dem Fall. Und Automation ist der halbe Mix. Also, wenn man irgendwann die Basics im Griff hat vom Mischen, wenn man mit EQ umgehen kann, mit Kompressor, mit Hall, dann ist Automation spätestens ist der nächste wichtige Riesenschritt. Weil so ein Mix sollte nicht die ganze Zeit gleich bleiben. Das wird voll schnell langweilig. Und wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir Musik noch interessanter machen im Mix, dass wir die Steigerungen unterstützen, dass wir die Dramaturgie, die Energie von einem Song unterstützen. Indem wir auch den Mix anpassen mit Automation, da wird mal was lauter, da wird mal was leiser. Das ist natürlich noch viel mehr Automation drin in diesem Mix ja. Aber das wäre halt ein schönes Beispiel, dass immer in der Hook immer wenn der Bass mitspielt, dass die Kickdrum dann oder die ganze Drum, der ganze Drumloop dann eine andere Bearbeitung hat. Ja, warum nicht? Dafür gibt es Automation. Eine andere Möglichkeit wäre die Spur zu duplizieren und zu zerschneiden. Auch das mache ich oft, dass ich die Drumspur dann einfach duplizieren würde und fürs Intro und für die Bridge abschneide. Auf einer eigenen Spur und dann da anders bearbeite. Und immer wenn der Bass mitspielt in der Hook, dann halt auf der anderen Spur. Das würde auch gehen. Benutzt du kein Pultec EQ? Pff, nee, ganz selten. Also, ich benutze dann für die technischen Sachen, fürs technische EQing, fürs Entfernen von Störfrequenzen, benutze ich immer den Neutron. Und fürs Reindrehen von den schönen Sachen benutze ich eigentlich dann immer das Virtual Mix Rack. Da können wir mal auf den Vocal Bus gucken. Main Vocals sind hier. Und in dem Fall habe ich es, glaube ich, sogar gar nicht gebraucht. Ich glaube, da habe ich nur komprimiert. Genau, aber da kommen wir, kommen wir ja eh gleich drauf. Da habe ich tatsächlich das EQing komplett im Neutron gemacht. Und am Ende ist noch ein Mark EQ drauf. Also hier ist mein Equalizer, den wir uns ja gleich noch in Ruhe anschauen. Und auf dem Vocal Bus, wo dann alle Vocals am Ende landen, ist hier nochmal der EQ drauf der noch ein kleines bisschen Höhen, kleines bisschen Mitten reinmacht. Aber meistens, wenn ich mehr EQ brauche, verwende ich hier entweder den NIV oder den SSL EQ vom Slate Bundle. API es auch noch hier die beiden. Das sind so meine häufigsten EQs dann. Aber es ist am Ende auch egal. Pultec ist alles gut, sind alle gut. Die ganzen Plugins sind alle gut. Also lasst euch da jetzt nicht davon irgendwie auch zu sehr beeinflussen, was ihr bei mir auf dem Bildschirm seht oder was ihr woanders auf dem Bildschirm seht. Darum geht es nicht. Es geht darum, was wir damit machen. Ich versuche es ja auch immer so zu erklären, dass ich euch erzähle, was ich damit mache. Und das ist völlig egal, welches Plugin ihr dann verwendet. Verwendet lieber wenige Plugins, die ihr gut kennt. Und kauft euch nicht die ganzen Bundles. Wir müssen das Zeug bedienen können. Wir schreiben auch nicht automatisch einen guten Roman, nur weil wir Word haben. Wir müssen gute Ideen haben und das verwenden können. Das passiert alles bei euch im Kopf am Ende. Und wir steuern die Plugins. Okay. Dann Bassspur. Also das war die Drumspur. Wir haben hier gleich noch ein bisschen Sidechaining. Das zeigen wir dann beim Bass. Auf der Bassspur habe ich auch einen Neutron drauf. Und da ist ein EQ mit zwei Bändern. Es gibt hier ein statisches Band. Statisch heißt nicht dynamisch. Also das macht die ganze Zeit dasselbe. Das macht bei 135 Hertz noch ein bisschen mehr Bässe. Das war mir ein kleines bisschen zu dünn. Der Bass-Sound. Und dann gibt es hier dieses Band. Das ist ein Shelfing-EQ, der ab 1 Kilohertz abwärts alles immer ein bisschen rausnimmt. 1,3 dB. Aber der steht auf dynamisch und hier ist Sidechaining an. Das heißt, der kriegt ein externes Steuersignal. Der wird nicht von der Bassspur selbst gesteuert. Der hier ja. Der ist nicht dynamisch. Und auch nicht Sidechain. Also der macht die ganze Zeit 135 Hertz auf die Bassspur drauf, plus 3 dB. Aber der hier ist dynamisch und gesidechained. Steuersignal sehen wir bei Studio One hier oben, ist die Drumspur. Und natürlich die Kickdrum löst den aus. Also jedes Mal, wenn die Kickdrum kommt, wird hier ein bisschen weggedrückt. Wir können uns das mal angucken. So. Ne, das sehen wir. Immer wenn hier in der Drumspur Alarm ist, dann geht es ein bisschen nach unten. Und die weiße Linie ist jetzt die Kombination aus beiden Bändern. Ne, die weiße Linie ist immer die komplette EQ-Linie, was wirklich passiert. Also die gelbe, das gelbe Band dreht besser rein, das rote Band nimmt immer dann besser raus, wenn die Kickdrum kommt. Und beides zusammen ergibt die weiße Linie. Ne, und das war die Kombination, die für mich gut geklungen hat. Generell ein bisschen mehr Bässe rein, aber immer dann, wenn die Kickdrum kommt, ein bisschen Platz machen da unten. Ein bisschen Platz machen für die Kickdrum, damit die voller wirkt. Ja, damit die Bassspur ganz kurz ein bisschen frei macht unten. Das ist psychoakustisch, man hört das ja kaum. Aber die Kickdrum wirkt größer, die kriegt Platz auf einmal. Und dann ist auf der Bassspur ein Exciter drauf, der ein bisschen verzerrt. Den können wir uns ja mal anhören. Ich würde den auch übertreiben. Ich drehe den dann einfach mal ein bisschen mehr noch rein. Bassspur Solo. Dann übertreiben wir den mal ein bisschen. Ich finde, die Bassspur kriegt mit diesem Exciter einfach noch ein bisschen mehr Power auch. Wird so ein kleines bisschen angriffslustiger, bisschen aggressiver, wird sich besser durchsetzen. Aber auch hier sehen wir wieder, ich mache da keine riesen Veränderungen. Ich mache viele Kleinigkeiten. So behält der Mix seinen Charakter, so behält alles seinen Sound auf eine Art. Aber trotzdem summieren sich diese ganzen Kleinigkeiten zu dem Riesenunterschied, den wir am Anfang gehört haben. Zwischen dem Ungemischten Mix und dem gemischten Mix. Ja, am Ende sind das Weltenunterschiede, aber die resultieren ganz oft aus sehr vielen Kleinigkeiten. Und bevor ich nochmal in den Chat rein, reinschaue, können wir uns ja mal beide Spuren nochmal anhören mit und ohne Plugins. Also die Drumspur und die Bassspur würde ich jetzt einfach beide nochmal solo machen, zuerst ohne Plugins und dann schalten wir die Plugins nochmal ein. Dann hört ihr da nochmal einen AB-Vergleich, was am Ende rausgekommen ist. Also, ich finde schon einen sehr großen Unterschied. Aber, also da habe ich es nicht ganz richtig gemacht. Es wird auch lauter mit den Plugins. Also, da habe ich jetzt im, in dem ganzen Tempo, weil ich wollte auf die Vocalspur gehen, habe ich jetzt nicht genau darauf geachtet. Ich sage euch ja immer, ihr sollt darauf achten, dass es nach jedem Plugin gleich laut klingt wie davor, sodass man einen guten AB-Vergleich machen kann. Können wir jetzt gerade nicht. Habe ich nicht ganz nach meinen eigenen Regeln gemacht. Ne? Sondern es hätte gleich laut klingen sollen, sodass man wirklich nur hört, ob man es besser macht. Also, ich hätte am Ende jeweils von den Plugins immer im Output-Pegel ein bisschen runtergehen sollen. Der hier hat halt gar keinen. Na, da müsste man dann tricksen. Könnte man danach noch einen Leveler reinnehmen oder das im Neutron einfach lösen, dass man zumindest alle drei Plugins gleichzeitig an- und ausmachen kann, in derselben Lautstärke. Also, hier wäre dann eine Möglichkeit gewesen, im Neutron einfach hier den Output runterzunehmen. Ja, so ein, zwei dB vielleicht, einfach nur, damit es mit und ohne Plugins gleich laut klingt, dass wir einen guten AB-Vergleich machen können. Aber trotz der Tatsache, dass es lauter wird, man hört schon trotzdem, dass es einfach mehr Punch kriegt und dass das gute Bearbeitungen sind, dass es dem, dem Sound hilft, dass wir es verbessert haben. Genau, wird schön definiert durch das Ducking. Also die Kickdrum kriegt halt schön ihren Platz und Bass und Bassdrum, Bass und Kickdrum funktionieren gemeinsam dann sehr schön. Und noch schöner wäre es natürlich gewesen, hätte ich die Drums einzeln gehabt, die Snare, die Kickdrum zumindest einzeln und den Rest, drei Spuren meinetwegen. Aber ich habe es auch so hingekriegt. Ansonsten hätte ich vielleicht mal eine Rückfrage gestartet, ob man die Spuren noch einzeln kriegen kann. Aber war dann gar nicht notwendig, weil dann war ich zufrieden mit dem Sound an der Stelle. Färbt der Envelope eigentlich stark, beziehungsweise Harmonics? Also der ändert schon viel, ja. Also das ist der hier. Harmonix weiß ich jetzt gar nicht, ob der Obertöne macht. Das ist ja ein, ein Transient Shaper. Aber ein Frequenzspezifischer. Der ändert ja deine Hüllkurve vom Signal. Der verzerrt ja nicht, sondern der ändert die Hüllkurve. Der kann die Attack-Phase betonen oder die Sustain-Phase betonen. Oder eben das Gegenteil. Die Attack-Phase rausnehmen oder die Sustain-Phase rausnehmen. Der geht ja eher in Richtung Kompressor als in Richtung Verzerrer. Von der Funktion her. Aber eben Frequenzspezifisch. Und, Färben, also man muss schon aufpassen mit dem. Ne? Ich habe den oft genug dann auch nicht verwendet. Neutron kann das auch, übrigens. Ne? Falls ihr Neutron habt, haben ja viele von euch. Oder ihr abonniert es jetzt, weil ihr den Kanal hier supportet. <laughs> Wenn ihr hier den Transient Shaper nimmt, hier könnt ihr auch Frequenzbänder machen. Hier, ne? hier könnte ich auch 3-Band, sogar vierband, band könnte ich auch sagen. Ich will nur jetzt den Bereich von 250 Hertz zum Beispiel, so wie es bei mir gerade war. Ich ne? will nur den anheben. Attack-Phase. So. Ja, geht hier genauso, aber ich habe mir halt den diesen Envelope angewöhnt, weil ich den schon vor Neutron hatte. Das ist der einzige Grund. Und das sind alles nur Angewohnheiten. Und ich bin immer ganz vorsichtig, bevor in meinen Workflow neue Plugins reinkommen. Weil ich will schnell sein beim Mischen, ich will diese Energie nutzen vom Anfang, vom Mix, wo auch meine Ohren noch frisch sind, wo ich noch Energie habe. Wenn ihr einen Song am Anfang hört, in den ersten 20 Sekunden, kriegt ihr die wichtigsten Infos. Dann wisst ihr direkt, was ihr machen müsst. Vocals zu laut, Kickdrum zu wenig, 200 Hertz. Wenn man schon 10 Minuten zugehört hat, funktioniert das nicht mehr. Dann haben wir uns schon reingehört, haben uns schon dran gewöhnt, dann brauchen wir entweder eine Pause oder wir machen am nächsten Tag weiter. Und dann gibt es wieder am Anfang diese 30 Sekunden oder diese wertvolle Zeit wo wir viele Infos kriegen und ich versuche immer schnell die wichtigsten Entscheidungen zu machen. Deshalb verwende ich immer dieselben Plugins und versuche mich dann mal zu zwingen, mal wieder was Neues auszuprob äh, auszuprobieren. Ich habe hier unten in meiner Plugin-Liste habe ich immer die, die ich mal ausprobieren will. Das sind aktuell wenige, sind jetzt fünf Stück nur gerade. Das sind immer die, die ich mal ausprobieren will. <laughs> wenn ich mal mit einem Mix fertig bin, einfach noch mal was drauf machen oder wenn mir irgendwann langweilig ist, einfach mal was ausprobieren. Ich versuche schon auch mal einen neuen Input zu kriegen, aber wenn ich wirklich arbeite, dann Immer mit denselben Plugins. Kannst du das Waves Bundle empfehlen? Ja, irgendwie schon, weil das ja mit die erste Firma war und ganz viele Hits mit Waves-Plugins entstanden sind. Ich persönlich bin kein Fan. Deshalb ein stabiles Jein. Aber ganz viele empfehlen die. Und ich kann euch jedes Bundle eigentlich empfehlen. Wenn ihr mixen könnt, kriegt ihr es mit allen Plugins hin. Dann ist egal, welche Company da drauf steht. Attack gleich Punch-Fragezeichen. Ja, Attack-Phase ist immer der Anfang von einem, äh, von einem Signal. Die Attack-Phase ist das Einschwingen bei perkussiven Signalen, natürlich Attack bei Drums ganz wichtig. Und was danach kommt, ist die Ausklingphase, Sustain-Phase. Und das sind die zwei Sachen, die ein Transient Shaper einzeln steuern kann für euch. Attack-Phase, das Einschwingen, das Kürze, die Transienten. Sustain-Phase, das Ausklingen von der Snare, das Ausklingen von einem Klavierton. Und dann könnt ihr so ähnlich wie, ne, wie mit einem Kompressor könnte die dann unabhängig voneinander einstellen? Und Attack gleich Punch trifft in den meisten Fällen zu, ja. Insbesondere bei perkussiven Signalen. Sowas wie Drums. Okay. 20 Sekunden Zeit, um die wichtigsten Infos zu bekommen? Braucht bestimmt stark geschulte Ohren. Ja, das mit den 20 Sekunden ist nur so eine Schätzung, aber ich merke es halt bei mir. Wenn ich einen Mix anmache, wenn ich zum ersten Mal jetzt Play drücke, dann höre ich direkt, ob alles passt ob alles sitzt. Ich höre direkt, ob die Vocals zu laut sind. Und wenn ich schon eine Stunde gemischt habe, mache ich teilweise keine guten Entscheidungen mehr. Selbst bei so klaren Sachen wie Vocal-Lautstärke. Das meine ich halt damit. Und wenn ich mich am nächsten Tag wieder an die Session setze, die neu aufmache, merke ich wieder genau, wie ich frisch rangehe und wie ich wieder diese Infos kriege. Vielleicht geht es anderen Leuten anders. Vielleicht reicht das auch mal eine Minute Pause zu machen. Aber ihr kennt bestimmt alle, die schon viel gemischt haben. Ihr kennt den Effekt, dass man sich sehr schnell dran gewöhnt hat dann. Und irgendwann auch keine guten Entscheidungen mehr treffen kann und auch wirklich das merkt, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. Gerade so richtig. Okay. Ja, Abhöre kennen ist immer klar. Das ist ganz klar. Wenn man die Abhöre nicht kennt, kann man eh nicht mischen. Also wenn ihr die Abhörsituation nicht kennt, wie sollt ihr dann mischen? Das wäre wie Photoshop zu machen mit einem schmutzigen Bildschirm. Wo man aber nicht weiß, wie viel Dreck da drauf hat oder ihr habt so einen Rotstich in eurem Bildschirm drin und wollt Fotos machen mit Photoshop. Wie soll man das hinkriegen? Genauso ist eine Abhörer, die man nicht kennt. Die meisten Waves Tools sind super. Ja, klar. Sind viele Hits drauf entstanden. Auf jeden Fall. Hab mir letztens Gulfos gedownloadet. Wozu ist es eigentlich gut und wo kann man es benutzen? Das habe ich hier auch drauf auf der Session. Das heißt, nächstes Mal kommen wir wahrscheinlich dann auf den Masterbus zu sprechen. Heute machen wir erstmal die Vocals, aber dann in zwei Wochen. Wenn wir die Session dann zu Ende mischen und auch mastern, werde ich euch erzählen, was ich hier mit dem Gulfoss mache. Weil das ist auch so ein künstliches Intelligenz-Plugin, das versucht halt automatisch den Mix zu verbessern, Störfrequenzen, Maskierungen für dich zu entdecken, so ähnlich wie der Master Assistant vom Ozone das auch macht. Und das zeige ich dann in zwei Wochen. Hast du eine goldene Regel beim Abgleich zwischen Bass und Kick? Also tatsächlich ist das einer der wenigen Fälle, wo ich auch mal was optisch entscheide. Und zwar habe ich ja meistens zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, noch keinen Ozone auf dem Stereobus, sondern da hätte ich so einen einfachen Limiter. Den habe ich vor zwei Wochen auch gezeigt. Nehme ich meistens den von Brainworks, weil der nicht viel Rechenpower braucht und eine geringe Latenz hat. Wenn ich jetzt hier schon einen Ozone drauf hätte, dann wird mir die Latenz viel zu groß schon. Ist nicht schlimm. Dauert es halt ein bisschen, wenn ich Space drücke, bis es losspielt, aber muss ja auch nicht sein. Also und kommt relativ spät drauf im Mix. Da hätte ich dann den einfachen Limiter drauf und wenn ich da schon sehe, dass die Kickdrum einfach viel lauter ist als der Rest vom Signal, ich sehe es eigentlich am Pegel vom Master ja auch. Wenn ich da sehe, die Kickdrum ist viel lauter als der Rest, dann checke ich nochmal, ob, ob ich es äh, gut finde. Und wie ich es dann checke, ist leise abhören. Wenn ihr Lautstärkeverhältnisse prüfen wollt mit den Ohren, hört leise ab, da hören wir das am besten. Vocal-Lautstärke im Vergleich zum Beat, Kickdrum im Vergleich zum Bass, Kickdrum im Vergleich zum Rest, macht sowas leise. Wenn ihr sehr laut abhört, dann ballert es eh immer alles irgendwie. Und dann kriegen wir eh nichts mehr mit, dann klingt es halt geil, aber wir kriegen nicht mit, ob wir einen guten Mix gemacht haben. Und gerade im Bassbereich, Na, weil dann... Kann sein, die Lautsprecher komprimieren, die Endstufe komprimiert, unsere Ohren komprimieren, wenn ihr mit 100, 110 dB SPL abhört. Komprimieren unsere Ohren als Schutzmaßnahme. Und alles, was komprimiert, ändert eure Lautstärkeverhältnisse. Und ihr kriegt dann gar nicht mehr mit. Deshalb sollen wir auch immer so spät erst den Limiter drauf machen. Erst am Ende vom Mixen oder erst im Mastern. Und nicht gleich in Limiter reinmischen, der Vollgas arbeitet. Dann wisst ihr gar nicht, was eigentlich passiert in eurem Mix. Und dann trefft ihr komische Entscheidungen. Und ja, das ist so, wie ich das mache. Also, ich höre natürlich schon viel, auch leise, immer wieder mal ab. Achtet aber auch schon auf das Mieter, das ich sehe. Weil manchmal, wenn die Ohren müde sind und ich mische auch gerne laut, weil es einfach mehr Spaß macht. Und dann sehe ich es halt manchmal, bevor ich es höre, sehe ich es dann auch, dass die Kickdrum vielleicht zu laut ist. Hilft es auf Mono zu mixen? Mir nicht. Also, ich weiß, dass viele das machen. Ich mache das gar nicht. Ich mische eigentlich nie in Mono. Mich interessiert es auch nicht so wirklich, wie es in Mono klingt. Weil Mono ist nur eine Notlösung, meiner Meinung nach. Und jemand, der wirklich zuhört der Musik, wird entweder über Lautsprecher hören oder über einen Kopfhörer hören. Jemand, wo irgendwo ein Handy liegt oder eine Mono-Bluetooth-Box, da geht es ja dann auch nicht um Hörgenuss und richtiges Zuhören. Da geht es einfach darum, dass der Bass knallt und dass man halt was zu tun hat. <laughs> aber das ist ja nicht in dem Sinne, dass die Leute wirklich zuhören und unseren Mix auch dann schätzen. Also ich mische immer für Stereo, außer ich kriege explizit beauftragt, das anders zu tun. Wenn es ein Clubmix ist, wo man weiß, das wird vielleicht über Mono Monobässe auch abgehört dann, dann achte ich schon mal mehr drauf, aber ansonsten eigentlich nie und mir hilft's auch nicht. Also ich schalte nie auf Mono beim Mischen. Ich mische immer in Stereo, aber da haben viele auch eine andere Meinung. Deshalb ist es so gut, dass es so viele verschiedene Leute gibt ja auch in YouTube, dass ich da nicht der einzige bin. <laughs> Okay, dann haben wir jetzt den Beat soweit, dass der mir gepasst hat. Also am Beat habe ich später noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ihr seht dann hier noch ein kleines side training auf einer Synthi-Fläche oder hier eine Stereobasisverbreiterung auf einer anderen Synthi-Fläche. Die Kleinigkeiten können wir nächstes Mal dann machen. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich tatsächlich dann auf die Main-Vocal-Spur gegangen. Weil der Mix hat gut genug geklungen vom Instrumental, da war ich zufrieden. Und habe mich dann auf die Main Vocal Spur als erstes gestürzt. Und die möchte ich euch heute noch zeigen. Und das schaffen wir auch ganz hervorragend noch. Kriegen wir easy noch hin. Das ist diese Spur hier. Die Main Vocal Spur in dem Teil. Es gibt ja verschiedene Main Vocal Spuren, je nachdem, wo wir gerade sind im Song. Da habe ich zuerst mal sortiert. Das habe ich ja letztes Mal auch gezeigt. Wir haben die nach Farben sortiert. Wir haben uns eine Busstruktur überlegt letztes Mal, wo ich ungewöhnlich, würde ich fast schon sagen, wo ich die... Vier main vocal also Intro, K Chorus, Bridge und Strophen oder Rap-Part, das sind die vier Spuren. Normalerweise hätte ich die wahrscheinlich getrennt bearbeitet, weil ein Rap-Part soll ein bisschen anders eq werden vielleicht oder ein bisschen anders komprimiert werden, kriegt vielleicht eine schnellere Releasezeit auf dem Kompressor, wie diese eher gesungenen Vocals. So hätte ich in 90% der Fälle das wahrscheinlich strukturiert, aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, nee. Interessanterweise hat das Ast rein funktioniert. Die vier Main Vocal Spuren, das sind die vier, die vier pinken, sehen wir auch hier oben, die gehen alle in denselben Bus und der heißt Main Vocals. Und das Einzige, was anders ist zwischen den vier Spuren, ist, dass die vom Intro ein bisschen mehr Hall kriegt. Ja, ich schicke hier den Bus in den Hall, das heißt, die kriegen dann alle Hall, alle Main Vocals und auch Delay, das ist der Repeater hier. Aber die Intro-Spur geht selbst noch mal in Hall, die kriegt ein bisschen mehr Hall, ein bisschen mehr Raum. Aber ansonsten gehen die alle in denselben Bus. Und das hätte ich zum Beispiel selbst nicht erwartet. Dass ich den Rap-Part genauso EQ e und genauso komprimiere wie die gesungenen Vocals. Hätte ich nicht erwartet. Aber es passiert. Und wenn es am Ende gut klingt, bleibt es genau so. Na, bevor ich jetzt hier gleich einen zweiten Bus mache und alle Plugins zehnmal habe und alles von Hand nochmal neu einstelle. Ich probiere es einfach mal aus. So wie die Main Vocals klingen, da auch alle anderen Vocalspuren reinzuschicken. Und wenn es nicht funktioniert, kriegen die einen eigenen Bus. Oder eigene Plugins. Hier hat es funktioniert. Und hier war noch mal eine Frage. Leise abhören, genau. Ich bin mir nicht sicher, welche DAW für mich zum Mischen in Frage kommt. Es gibt da so viele Meinungen. Cubase Studio One, Logic oder Avid Pro Tools. Die, das sind auch die vier typischen für Mischen. Da würde ich erst mal mitgehen. Wenn du Mixing machen möchtest, wenn du jetzt Beats bauen willst, oder aufnehmen willst, oder du willst alles machen, dann würde ich dir andere empfehlen. Also ich mag halt Studio One am liebsten, Cubase wäre Platz zwei bei mir. Wenn es um Mixing geht oder Postproduction ist immer noch Pro Tools der Chef, gerade bei großen Sessions, so 200 Spuren, Filmton, 500 Spuren. Pro Tools war die erste DAW, die das überhaupt konnte und lange Zeit die einzige, weil die halt eigene Hardware mitgebracht hat. Aber die vielen Meinungen wirst du immer haben, ist doch egal. Arbeite dich in eine ein und dann ist das die richtige für dich, weil das Einarbeiten dauert ja schon Monate. Und schnell zu sein und sich die Shortcuts dann richtig hinzulegen. Du willst ja schnell arbeiten können. Eigentlich soll ja diese Denkweise, dass man eine DAW bedient, die soll verschwinden. Du willst eigentlich mischen, ohne drüber nachzudenken. Und ich habe das mit Studio One. Ich habe mir aber über ein Jahr lang meine Shortcuts optimiert. Na, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt in den Streams und in den Videos. Bei mir ist das wie beim Computerspielen. Da liegt meine linke Hand auf der Tastatur und ohne hinzugucken bediene ich. Und rechts die Maus. Und ich bediene... Die 80% der Funktionen ohne zu überlegen. Ja, weil das sind immer dieselben Sachen, die man braucht. Automationslinien machen, EQs bedienen, reinziehen. Und einfach die Denkweise soll ja so sein, dass man die Perspektive auf die Musik behält. Nicht ständig überlegt, welchen Knopf muss ich drücken. Und dann teste halt mal eine von Cubase, von Studio One. Da gibt es ja auch die Artist-Versionen, die man auch mal kostenlos testen kann oder die sogar kostenlos sind. Und schau mal, welche so wo das passiert. Wenn du irgendwas bedienst, irgendeinen Knopf drückst, in welcher DAW passiert meistens das, was du erwartet hättest? Welche kannst du am intuitivsten bedienen, ohne Tutorials anzugucken? Und die würde ich dann nehmen. Weil ob du Cubase oder Studio One hast am Ende, die können fast dasselbe. Und alles, was wir brauchen, können eh alle heutzutage. Zumindest die vier, die du genannt hast. Und was war noch im Chat? Genau, das war die Frage. Also ich habe hier noch ein eigenes Chatfenster, wo ich gerade schaue, was ihr noch gefragt habt. Und mein Scrollrad ist kaputt, neuerdings von meiner Maus. Zu viel gezockt die letzten zwei Tage. Hier waren wir, genau. Der Unterschied zwischen deinem Mix und deinem Raw-Mix ist gigantisch. Frage, woher hatte der Produzent die Vision, das noch rauszuholen? Bei mir geht immer Mischen und Master Hand in Hand. Bei mir auch. Also bei mir geht das ineinander über, wenn ich beides mache, so wie es hier war, geht auch Mischen und Mastern ineinander über. Also je weiter ich beim Mischen bin, desto eher fange ich schon an zu mastern und finde das extrem schön, beides in derselben Session zu haben. Also das Mastern ist ja eigentlich nur, was ich dann hier auf dem Bus mache, aber es geht ineinander über. Also das, was ich auf den einzelnen, also auf dem Stereo-Bus hier die vier Plugins, Gulfos, Blackbox, Verzerrer, Mark EQ und Ozone hat natürlich einiges da drin. Zu tun. Das ist mein Mastering, aber auch wie ich dann die Busse einstelle und Automation auf den Bussen. Da gibt es ja keine Trennung. Ja, wenn meine Vocals im Reformer lauter werden, beeinflusst das ja genauso den Sound am Ende wie wie Ozone, der Limiter dann. Und ich mag das, dass es keine Trennung gibt zwischen Mission und Mastern in dem Sinne. Keine strikte Trennung. Ja, weil alles beeinflusst sich gegenseitig. Am Ende soll es einfach gut klingen. Und woher hatte der Produzent die Vision, das rauszuholen? Was meinst du damit? Ich weiß gar nicht, ob der Produzent eine Vision hatte. Der fand wahrscheinlich seinen Mix schon gut und freut sich hoffentlich, dass es jetzt noch besser klingt. Aber vielleicht hatte der auch einen Rough Mix, der genauso gut geklungen hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe einfach die Spuren reingezogen und habe dann halt angefangen, die zu verbessern. Und im Rough Mix, der ja mitgeschickt wird, höre ich halt dann rein, wie sind die Vocal-Effekte zum Beispiel gemeint. Ne? Weil der Rough Mix kam vom Künstler selbst jetzt in dem Fall, der auch gesungen hat und der so ein bisschen vorgemischt hat, grob. Und mir das dann geschickt hat, weil er halt wusste, dass ich besser mische. Und konnte dann aber so schon mal hören, wie das Delay so war und wie er sich das ungefähr vorstellt mit den Vocalspuren. Und das hat mir schon geholfen dann auch. Aber bei einem Song habe ich auch einfach gefragt, soll das Delay so sein? Oder generell gefragt, soll das Delay so sein, wie in den Rough Mixes oder soll ich mal einen Vorschlag machen? Timo, du ballerst einen super Tipp nach dem anderen raus. Das freut mich. Freut mich. Ihr müsst dafür versprechen, dass ihr geile Musik macht mit den Tipps. Das ist der Deal. Ich erzähle euch alles, was ich weiß und ihr macht geile Mucke danach und klaut nicht nur die Charts. Das ist unser Deal. <laughs> Reagierst du eigentlich auch auf das Mixing von anderen, dass man vielleicht weiß, was man besser machen kann? Ja, wir haben ja vorhin gezeigt, habe ich jetzt habe ich schon zu, aber wir machen für die, allerdings nur für die Supporter jetzt, für die 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 uns hier offiziell auch unterstützen, machen wir einmal pro Monat so Reviews. Ich habe eine Zeit lang auch Mixe einzeln beurteilt, die mir geschickt wurden, aber habe es dann wieder aufgegeben, weil ich schaff's einfach nicht. Kriege jeden Tag mehrere Songs zugeschickt mit der Bitte um Feedback. Finde es auch total nett. Und sympathisch, dass Leute meine Meinung haben wollen, aber ich schaffe schaff's zurzeit vorne und hinten nicht. Also das mache ich jetzt erstmal über die monatlichen Aktionen auf dem Producer Network für unsere Supporter erstmal nur. Ansonsten sorry, schaffe ich leider nicht. Sind zu viele Leute, die mir dann was schicken. Aber wir machen es bald wieder auf dem Kanal dann hier einmal pro Monat. Zugucken kann ja auch jeder. Einschicken können dann halt die Supporter, aber ihr könnt alle zugucken. Ist dann ganz normaler Livestream. Und lernen können wir da ja alle was davon. Shadow Hills habe ich auch, ja. Shadow Hills, den Kompressor habe ich da fürs Mastern. Habe ihn aber noch nicht viel verwendet. Genau, man kann reparieren, wenn man beim Mastern merkt, und das passiert voll oft. Ich habe letztens wieder, ich habe alle möglichen Musikrichtungen wieder gemastert in diesem Jahr schon. Das ist so spannend, was ich da immer kriege. Habe letztens so ein klassisches Stück im weitesten Sinne, so Operngesang war das. Und da kam beim Mastern halt so ein Delay, so ein Raumeindruck raus, der im Mix viel leiser war. Und dann habe ich das noch ein bisschen de am Ende. Weil wenn man, de, wenn der Limiter drauf war, oft zieht er ja den Raumeindruck mit hoch. Na, leise Sachen werden ja lauter beim Komprimieren. Leise Signalanteile werden lauter im Vergleich zu denen, die schon laut waren. Das heißt, ganz oft werden Räume lauter beim Komprimieren und beim Mastern. Und wenn wir am Ende mit dem Limiter auf Master dann stark reingehen, kann sein, dass der Raumeindruck vom Mix viel zu stark wird oder stärker wird und das vielleicht dann zu viel ist. Und dann ist halt schön, wenn man im Mix direkt das noch machen kann. In derselben Session, so wie jetzt bei mir. Weil wenn man das im Stereofall machen muss, sind das immer nur solche Notlösungen. Logic Pro wird unterschätzt. Logic war früher eine der wichtigsten DAWs, als Imagic e noch am Start war. Und ich bin halt, ich wollte damals auf Logic umsteigen. 2003, 2004 hab's bestellt damals per Fax. <laughs> haben wir noch bestellt damals. Und dann war Imagic e pleite quasi am selben Tag, als ich meinen Fax rausgeschickt hatte. Habe keinen Logic mehr bekommen, weil es die Firma nicht mehr gab und dann wurde die von Apple aufgekauft und dann bin ich auf Pro Tools umgestiegen erstmal. Da war übrigens der Ingo schuld hier lustigerweise damals. Der hat mir eine M-Box dann gesponsert und dann war ich dann war ich Pro Tools User für über zehn Jahre und war dann aber auch froh ein bisschen, dass ich nicht auf Logic gegangen bin, weil ich dachte damals Apple hat das aufgekauft, dass Apple sich bald nicht mehr interessieren wird für Logic. Das war mein Gedanke. Das ist zum Glück nicht passiert. Logic gibt's immer noch. Aber Apple, ich habe immer Schiss bei Apple. Das ist so eine Riesen-Company. Und wenn die jetzt entscheiden, Logic lohnt sich nicht mehr für die, dann ist es einfach weg von einem Tag auf den anderen. Da fehlt mir immer so ein bisschen die potenzielle Leidenschaft. Das ist vielleicht eine böse Unterstellung. Bisher ist es ja nicht passiert. Aber ich bin ganz happy, dass ich da jetzt nicht bei Apple gelandet bin. Gibt es klangliche Unterschiede bei den DAWs? Ich glaube nicht. Die gab es vielleicht ganz am Anfang. Das Gerücht gibt es immer noch. Ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann wären die so gering. Dann ist unser Mix am Ende ist, ist wahrscheinlich zu 99 Prozent hören wir den Unterschied halt in, also ist unser Mix noch nicht perfekt und dann ist fast egal ob die DAW dann ein Promille Qualität vielleicht noch anders ist als eine andere aber ich glaube nicht mal das ehrlich gesagt Digitaltechnik ist so weit jetzt und schon so lange am Start dass ich glaube dass die alle einfach neutral sind eine DAW hat keinen Klang schreibt der Transer ich glaube, die hat halt indirekt einen Klang über den Workflow. Na, weil mir ist das mal passiert. Ich habe ja selbst auch viel komponiert und viel Instrumentals und Beats gemacht. Und ich hatte einfach mal bei Pro Tools so einen Effekt drin, dass mein Sustain-Pedal vom Klavier nicht abgeschaltet wurde und dass es in eine Pause rein der Klaviersound geklungen hat. Was eigentlich ein Problem in der DAW war. Das war fast ein Bug oder eine falsche Bedienung von mir. Aber ich fand es voll schön an der Stelle. Und das ist im Song drin. Und er hat über eine Million Klicks in YouTube. Das ist ein Vega-Song gewesen. Und da ist jetzt so eine Stelle einfach gelandet. Und so, hat, so gesehen hat eine DAW schon einen eigenen Sound für Songwriting. Na, weil man kommt ganz auf andere Ideen auch. Je nachdem, was einem angeboten wird. Und gerade Studio One ist ja da unglaublich fürs Songwriting, was es auch für musikalische Funktionen gibt und für MIDI-Funktionen. Cube ist genauso. Und so haben die halt dann einen eigenen Sound, eigenen Workflow. Aber dass die anders klingen würden, weil die die Signale anders zusammenrechnen in der Digitaltechnik, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. FL Studio, ja, ist ja für Beats ganz vorne, genau, also bei uns auf dem Discord-Server kann man ja sehen, wer welche DAW nutzt und da sind mit Abstand die meisten sind da FL Studio. Aber ist halt auch ziemlich Hip-Hop-lastig da, das Publikum. Ja, und mit Aufnehmen, Mixen und Mastern kommst du nicht damit klar, dafür ist es halt auch nicht gemacht. Deshalb müsste man eigentlich bei der Frage immer damit starten, was will man eigentlich machen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was wir mit DAWs machen. Aufnehmen, mischen, Songs erfinden, Songs erfinden mit echten Instrumenten oder Songs erfinden mit Libraries, ne, MIDI oder Audiospuren. Mischen, mastern, also easy, 6, 7, völlig verschiedene Betrachtungsweisen. Und klar kann man einzelne, mit einzelnen DAWs auch einige davon machen oder sogar alle. Ne, aber das ist eigentlich, müsste man als erstes die Frage stellen: Hast du Fresh Air im Master probiert? Nee, im Master nicht, aber ich habe Fresh Air auf der Vocalspur probiert und das ist doch eine gute Überleitung. Also, wir wollten jetzt mal die Vocalspur angucken. Ich zeige euch, ich dupliziere die mal und dann hören wir uns die einmal auch ohne Plugins an. So, wir machen die hier. Jetzt haben wir hier die zweite Vocalspur und die schicken wir jetzt nicht in den Vocalbus, wo die ganzen Plugins drauf sind. Das ist der hier. Sondern die schicken wir jetzt direkt auf die Summe. Und dann hören wir ganz schnell den Unterschied. Also, das heißt, wenn die hier jetzt solo ist, die kriegt mal eine andere Farbe. Ich mache die mal grün. Die grüne Spur ist jetzt unbearbeitet, Vocals, also läuft direkt ins Mastering quasi. Und die rote oder rosa an Main-Vocal-Spur, das ist die hier im Chorus. Wir waren ja hier an der Stelle. Die läuft durch die Plugins. Und da hören wir uns jetzt zuerst nochmal den Unterschied an. Hi, ja. Baby, ich will mit dir sein. Ja. Baby, du hast so viel Vibe. Ja. Ich schenk mit der Crew um drei. ja Wir sind in einem Uber. Hi. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. Ich häng mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber, hi, yeah. ja. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. Ich häng mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber, hi, yeah. ja. Okay, ich habe jetzt mal den Raum und das Delay rausgenommen, damit wir es besser vergleichen können. Und Autotune war schon drauf. Da bitte ich auch immer drum, bei solchen Musikrichtungen, dass Autotune mir schon mitgeschickt wird, weil das ist für mich eine musikalische, eine künstlerische Entscheidung, die ich nicht im Mixdown alleine treffen will. Wenn Autotune wirklich so als wie ein Instrument eingesetzt wird, ne, dann soll das bitte schon auf der Spur drauf sein. Weil das Feintuning ist dann eigentlich wie das Einstellen von einem Instrument oder das Einspielen von einer Gitarre oder die Phrasierung beim Singen. Das gehört für mich dann zur Performance, das Autotune in dem Fall wenn es nicht um Ton eine Tonhöhenkorrektur geht, sondern wenn es wirklich um diesen Autotune-Sound geht. Dann sollte das auf der Spur drauf sein. Also, wie kriege ich das jetzt hin? Warum klingt jetzt die andere Spur? Und warum würde die auch im Mix natürlich so viel besser klingen? Also, das brauche ich euch jetzt gar nicht zeigen. Das kann man ja hier schon erahnen. Die eine klingt halt total dumpf und unbearbeitet. Und so, wie es halt von der Aufnahme kommt, ist eine gute Aufnahme. Das ist jetzt keine schlechte Aufnahme, auf keinen Fall. Das ist eine gute Aufnahme. Ich hatte keine Probleme, die zu mischen. Die war wirklich gut. Auch... Wenn man hier in den EQ mal reinguckt, den ich am Ende drauf habe, da passieren nicht viele Sachen. Schon viele Bänder, aber alle nur so 3 dB Sachen. Und manche davon dynamisch. Ja, das ist kein, also da war keine Reparatur notwendig, da ist kein großes Rausziehen. Einfach nur mit Fingerspitzengefühl die richtigen Sachen machen. Gute Aufnahme gewesen. Trotzdem klingt die total dumpf. Und das ist halt einfach so, wie es, wie die Realität ist heutzutage. Eine echte Stimme in ein Mikrofon rein hat wenig mit dem zu tun, was wir die ganze Zeit in den Charts hören. So ist halt, so hat sich das halt entwickelt in den letzten zehn Jahren. Na, wir haben immer mehr Höhen gekriegt in den Aufnahmen, es wurden immer mehr Plugins auch geil und haben immer mehr Möglichkeiten gehabt. Diese Verzerrungen wurden immer besser eingesetzt und das Zusammenspiel von EQ, Kompressor und Verzerrer, das macht ja eigentlich schon einen guten Vocal Sound aus, wenn ihr eine gute Aufnahme habt. Mehr ist es ja nicht. Dann hat er noch einen Raum drauf und dann ist es das. Genau das ist es dann. Aber dann gibt es auch immer mehr so Plugins wie halt dieses Fresh Air hier, das ich gleich zeigen werde, die so ein bisschen Magie machen und die halt dafür sorgen, dass wir eben nicht jahrelang erstmal üben müssen, sondern man das dann einigermaßen auch hinkriegt. Ja, und so wurde das immer besser. Und der Sound immer moderner, sagen wir jetzt dazu, was ja eigentlich nur heißt immer mehr Höhen, immer mehr Delay auf dem Autotune quasi. Viel Raum halt auch. Und das ist nicht so schwierig hinzukriegen. Aber der, vielleicht der schwierigste Schritt ist halt der erste Schritt. Und das ist, was ich schon ein paar Mal gezeigt habe, aber ich zeige es gerne nochmal, ist halt die Störfrequenzen zu finden. Ja, also wenn wir uns das Ziel mal anschauen. Das Ziel wäre das hier. Das war mein Ziel. Da geht es nur darum, Störfrequenzen rauszunehmen. Ich zeige das mal. Wir muten mal. So, das ist die Vocalspur. Und die weiße Kurve passiert jeweils. Also da sehen wir, da sind einige dynamische Bänder drin, die aufs Signal reagieren. Aber es sind auch viele Bänder statisch, so wie das hier, das hier, das grüne Band. Also statisch heißt, der EQ arbeitet immer gleich, interessiert sich nicht für das Signal selbst, arbeitet einfach, zieht die ganze Zeit die Frequenz raus. Dynamisch sind die mit dem Pfeil, mit dem Dreieck dran. Dynamisch heißt, der reagiert aufs Eingangssignal, wie ein Kompressor. Dazu gibt es eigene Videos auf dem Kanal hier. Dann schaut man nach dynamischen EQ. Da gibt's ein eigenes Tutorial von mir, das 15 Minuten Video, wo ich das in Ruhe erkläre, was das heißt. Und je tiefer, ja beziehungsweise gar nicht eigentlich, aber oft ist es so, je tiefer die Bänder, desto eher sind die dynamisch bei mir, weil gerade im Bassbereich so eine Störfrequenz wie hier, die will ich nur dann haben, wenn die zu stark ist. Ich will ja nicht ständig die Bässe rausziehen, dann werden die Vocals viel zu dünn. Sondern will das nur, wenn der vielleicht mal zu nah dran war am Mikro oder einen tiefen Ton singt, der halt so eine Resonanz hat vielleicht. Das heißt der dynamische EQ würde dann an der Stelle machen, immer wenn da sehr viel kommt bei der Frequenz, dann nimmt der was weg. Wie ein Kompressor nur für die Frequenz. Das ist ein dynamischer EQ. Also, das wäre unser Ziel. So klingt es gut. Und wie komme ich jetzt dahin? Woher weiß ich denn, was ich jetzt machen soll? Ich höre mir die Spur solo an. Das mache ich später nicht mehr. Später höre ich sie dann im Mix. Aber für die Störfrequenzen höre ich sie solo. Und dann werde ich jetzt mal ein paar Sachen machen, während ich dann gemutet bin. Achtet dann einfach mal drauf. Als erstes werde ich mir hier unten die Bässe reindrehen, um zu checken, ob ich unten was abschneiden muss, ob da Störfrequenzen drin sind. Erstmal reindrehen, ja, um zu hören. Und man sieht es ja dann auch im Analyzer, aber vielleicht habt ihr ein EQ ohne die Anzeige oder wollt es lieber mit den Ohren entscheiden, was ich eine gute Angewohnheit finden würde. Dann erstmal reindrehen und zuhören. Und falls mich dann was stört, würden wir dann da unten einen Low-Cut machen, der unten die Bässe abschneidet. Dann würde ich einfach ein paar Frequenzen reindrehen, relativ schmal, um so Störfrequenzen zu finden. Und gehe dann hier immer so auf 10 oder 15 dB, gehe ich dann rein, verstärke die, um sie zu finden, die, die mich stören. Und dann nehme ich sie so stark raus, bis sie mich nicht mehr stören. Und wenn die nur manchmal kommen, schalte ich den auf dynamisch. Na, wenn ich das nicht immer haben will, sondern nur, wenn die nur manchmal stören, schalte ich ihn auf dynamisch, die Frequenzen. Wenn die immer stören, lasse ich ihn so. Manche Frequenzen stören immer, Resonanzfrequenzen vom Aufnahmeraum, Sachen vom Mikrofon, von der Stimme, die stören dann immer, die kann man immer rausziehen. Manche passieren nur bei manchen Tönen, bei manchen Tonhöhen, bei manchen, ja, an, an einem Wort vielleicht sogar nur, wenn die Performance halt so war, die würde ich dann eher dynamisch rausnehmen. Und den Schritt würde ich jetzt einfach mal ein bisschen machen. Nichtsdestotrotz könnt ihr das, wenn ihr jetzt noch nicht viel gemischt habt, nicht direkt nachmachen. Das ist schon was, was man üben muss, was im Laufe der Jahre immer besser wird. Ich bin da auch nicht perfekt. Da ist niemand perfekt. Das geht immer besser. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier zehn EQ-Bänder machen, habe unendlich viele Möglichkeiten direkt. Man kann so viel falsch machen natürlich auch. Also das ist einfach Übungssache und da wird man immer besser, je öfter man das macht. Ja, die Schritte zeige ich jetzt mal, danach schaue ich nochmal in den Chat rein. Wir gehen mal solo mit der Vocalspur, genau. Das ist jetzt die grüne Spur, ist jetzt solo die unbearbeitete Spur, genau. Okay, los geht's. Hi, hey, ja. Yeah. Baby, schwimme dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. ich schenkt mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber. Hi, hey, ja. Yeah. Baby, schwimme dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. ich schenkt mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber. Hey. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. Ich häng mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber, ja. Yeah. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. Ich häng mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber, ja. Yeah. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Yeah. Ich häng mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber, Hi. Baby, ich will dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Weib, ja. Yeah. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber. Hi. Yeah. Baby, ich will mit dir sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Weib, ja. Yeah. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Yeah. Wir sind in einem Uber. Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber. Hi. Yeah. Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber. Hi. Ja. Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber. Hi. Wäre jetzt nicht meine endgültige Version, aber wenn ich im Stream das mache, kann ich mich eh nicht 100% wirklich aufs EQ konzentrieren. Aber in die Richtung geht so die Arbeitsweise bei mir. Na, und was ich jetzt hier oben gemacht habe, ist auch ganz elegant. Wenn man den dynamischen EQ in den Höhen immer anhebt, aber auf dynamisch schaltet, dann ist es so, immer wenn wenig Höhen da sind, macht er die rein. Na, wenn wir jetzt mal schauen, immer wenn jetzt ein S laut kommt, macht er da nicht so viel. Na, ihr seht, die weiße Linie zappelt jetzt wieder. Das heißt immer, wenn S kommt, wenn eh schon viele Höhen da sind, dann macht er das nicht, sondern der betont jetzt die Höhen. Betont jetzt die Höhen nur dann, wenn wenig Höhen da sind. Das heißt, ich kann jetzt Höhen reindrehen, ohne dass die S-Laute zu stark werden. Mit dem dynamischen EQ ist auch sehr sehr angenehm. Und so eine saubere Version von den Vocals, die lässt sich halt dann auch wesentlich besser komprimieren, Na, weil jetzt sind die Störfrequenzen schon ein bisschen im Griff. Die sind jetzt einfach schon raus eqed und da könnten wir jetzt schön komprimieren. So eine Spur ist jetzt nicht perfekt. Ja, als ihr seht, das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus als das, was ich wirklich am Ende gemacht habe. Aber ihr wisst, wo es hingeht. Reicht, glaube ich, erstmal. Dann schaue ich jetzt, bevor wir weitermachen, nochmal in den Chat rein. Wo waren wir denn? Ah, hier waren wir. Okay. Fresh Air Master, genau, das war die letzte Frage. Explizit nicht lineares Summing. Du meinst die Differenz mit den spezifischen hauseigenen Plug? Okay, das ist, glaube ich, gar nicht für mich die Frage. Stellst du Reverb Delay nach Gefühl ein oder rechnest du dir das aus, zum Beispiel 60.000 durch BPM? Also, Delay ist ja eh im. im Tempo der Session, da stelle ich dann Viertel oder Achtel ein, mache es manchmal, nicht oft, aber manchmal ein bisschen langsamer, wenn ich so ein Laid-Back-Feeling haben will, lasse ich es absichtlich ein bisschen zu langsam laufen. Das mache ich schon manchmal dann von Hand, ja. Aber das, was du hier ansprichst mit dem Ausrechnen mit den BPM, ist zum Beispiel für eine Release-Zeit vom Kompressor interessant. Wenn man so einen Pumpeffekt haben will, oder so die Kickdrum drückt alles weg, bei so Dance, könnte man hier auch überlegen. Dann kann man überlegen, die Releasezeit vom Kompressor wirklich einzustellen. Auf ein Viertel, auf ein Achtel. Aber auch da mache ich manchmal absichtlich ein bisschen zu viel. Also am Ende immer nach Gefühl. Na, also es soll schon, wenn die Zahl stimmt, aber es grooft nicht, dann hilft dir halt auch nicht, dass die Zahl stimmt. Es muss grooven. Da ruhig ein bisschen rumprobieren. Mit solchen Zeiten. Ruhig auch mal verrücktes Zeug ausprobieren. Oft sind die verrückten Sachen dann die besten. Ich finde, der Autotune schlägt völlig anders an, wenn ein komprimiertes Signal reinkommt. Lohnt sich wirklich auszuprobieren. Ja, mach das. Ich kenne mich fast gar nicht mit Autotune aus, tatsächlich. Wie gesagt, ich lasse mir die Spuren immer die Autotune schicken. Also ich bin einer der schlechtesten wahrscheinlich im Autotune einstellen. <laughs> da ganz wenig Erfahrung drin, weil für die Tonhöhenkorrektur verwende ich Melodyne. Wenn die Töne schief sind und ich die hinschieben will, mache ich das nicht mit Autotune, sondern mit Melodyne, deshalb verwende ich Autotune fast nie. Ganz selten mal beim Aufnehmen, wenn jemand auf dem Kopfhörer schon Autotune drauf haben will, aber nicht so oft weil ich ja viel mehr ähm, mische und mastere, als dass ich aufnehme. Es gibt ein Video, meine DAW klingt besser als deine. <laughs> da bekommt er alle Antworten. <laughs> Selber Songs mischen eher kontraproduktiv. Du meinst die eigenen Songs mischen, als ich mache das ja immer. Ich mache es sogar gerne, weil ich will halt nicht, dass jemand anders dann die Lautstärkeverhältnisse ändert in meinen Songs. Wenn ich Klavier und Streicher zum Beispiel in einem Verhältnis habe, will ich nicht, dass jemand anders das im Mixing ändert. Das heißt, selbst wenn meine Produktionen woanders gemischt werden, was oft passiert ist, schicke ich nur Stems raus und schicke gar keine einzelnen Spuren raus, sondern dann gibt es halt alle Streicherspuren als Stereospur zum Beispiel, alle Klavierspuren als Stereospur, sodass man innerhalb der Streicher zum Beispiel gar nicht mehr was ändern kann. Aber ich weiß schon, was du meinst mit kontraproduktiv. Es fehlt einem halt der Abstand und man hat sich schon so an den Sound gewöhnt und man will auch gar nicht mehr, dass es anders klingt dann. Jemand anders macht einen besseren Mix und man lehnt den ab, weil man sich schon so an sein Demo gewöhnt hat. Gibt ein paar Probleme damit, selber alles zu mischen. Es hat auch die Frage, was einem wichtiger ist, dass der musikalische Content so bleibt, weil jemand anders würde den musikalischen Content vielleicht ein bisschen verändern, was ich erstmal schlechter finde, aber das wäre technisch 20 Prozent besser, wenn jemand besser mischen kann als ich. Eigentlich ist es dann ein besserer Mix, eigentlich. Aber wir haben uns so in unser Demo verliebt, dass wir das gar nicht mehr sch zu schätzen wissen und das Problem habe ich halt mit Newcomern nur. Also Profis haben das gar nicht mehr. Die verlieben sich nicht so in ihre Rough-Mixe. Die kennen halt dann auch den Unterschied von einem technisch besseren Mix und finden das dann geil. Haben auch nicht so viel Zeit, ihr Demo zu hören. Aber Newcomer oder ganz Amateure, die haben halt oft hundertmal ihr Demo schon gehört und wollen eigentlich gar nicht mehr, dass es anders klingt. Wollen, wissen gar nicht genau, warum sie was zu Mastern schicken dann teilweise. Denken, da würde irgendwelche Magie zurückkommen. Dann kommt es mit einem anderen Sound zurück und dann gefällt es einem schon nicht mehr. Da passiert so viel im Kopf. Und das passiert halt auch, wenn man selber seine eigenen Songs mischt. Was macht der Repeater auf dem Send im Vocalbus? Das ist mein Delay. Da geht es in mein Delay rein. Können wir gleich mal einschalten. Sooth ist auch der Hammer. Ja, Sooth probiere ich auch zumindest immer aus. Hier hat es, glaube ich, nicht geschafft in der Session. Ist das noch drauf auf dem Bus? nee da ist kein Sooth mehr drauf. Vielleicht habe ich es probiert, vielleicht nicht. In der Hälfte der Fälle finde ich es eine Verbesserung. In der anderen Hälfte der Fälle finde ich es eine Verschlechterung. Dann nehme ich es wieder raus. Weil ihr seht ja, dass ich ja meinen EQ von Hand mache. Das heißt, ich brauche eigentlich keinen Sooth. Aber manchmal ist es halt noch mal 5% besser dann mit Sooth. Aber ich mache immer meinen EQ von Hand zuerst. Ich mache immer den hier, was ich gerade gezeigt habe. Ich versuche immer die Störfrequenzen von Hand rauszunehmen. Und danach teste ich dann Sooth. Könntest du ein paar Tipps geben zu Mastern mit bereits gemasterten Beats? Wie viel Headroom sollte man mindestens haben, sodass der Limiter nicht am Ende anfängt zu pumpen? Können wir gerne machen, würde ich aber auf nächstes Mal verschieben, wenn wir auch wirklich zum Mastering kommen. Ich versuche heute noch, die Vocals zu Ende zu schaffen. Deshalb würde ich mich jetzt gerne auf Fragen zu dem konzentrieren, was wir heute schon gemacht haben oder letztes Mal. Und alles mit Mastering gerne dann im nächsten Stream. Du kannst dich auf jeden Fall mehr auf deine Musik an sich konzentrieren und den technischen Teil abgeben. Ja, es ist halt eine Kommunikationsfrage wieder. Ne? Es gibt, wenn man immer denselben Mixer hat und denselben Mastering-Ingenieur, dann ist es traumhaft, natürlich. Dann ist es eine gute Zusammenarbeit irgendwann. Dann vertraut man sich, dann weiß man, was man schicken kann, weiß man, was man noch dazu sagen muss. Dann ist es natürlich traumhaft, ne? wenn man sich so gut eingearbeitet hat und wenn die Kommunikation einfach funktioniert, weil am Ende, wenn Leute mit meinen Mixen oder mit meinem Master unzufrieden sind, das passiert zum Glück so gut wie nie, weil ich mir jedes Mal Mühe gebe, egal wie etabliert die sind. Aber einmal im Jahr habe ich auch einen unzufriedenen Kunden. Dann war es immer nur eine Kommunikationsfrage, dass man unterschiedliche Vorstellungen hatte, die falschen Sachen besprochen hat oder zu wenig besprochen hat. Das ist nicht, weil ich auf einmal vergessen habe, wie eine Q funktioniert oder weil ich ein Problem nicht reparieren kann. Das kann ich jeden Tag vom Jahr. Das ist mein Beruf und ich mache das seit 20 Jahren. Dann war es immer eine Kommunikationsfrage, wo man. Zu wenig gequatscht hat. Und andere Vorstellungen hatte. Oder was anderes schön findet auch einfach. Weil man macht ja einfach viele musikalische Änderungen auch und viele Vorschläge. Hat auch der günstigere EQ das Airband von dem Mark? Ich glaube ja. Es gibt ja den EQ2 und EQ4 vom Mark. Ich glaube, die haben beide ein Airband, bin mir aber nicht 100% sicher. Müsstest mal auf Plug-in Alliance gucken, auf der Website. Der eine heißt 2 und der andere heißt 4. EQ2 und EQ4. Okay, genau. Also wenn ihr dazu Fragen noch habt, schreibt sie rein. Ich schaue nachher noch mal eine Runde in Chat. Ich zeige euch jetzt die restlichen Plugins, die ich in dieser Session hier verwendet habe. Aber das würde bei jedem Song von mir anders aussehen. Schauen wir uns mal als zweites die Kompressionen. Also ich war, ne, beziehungsweise war hier noch ein Verzerrer drauf. Also ich war mit dem EQ zufrieden. Hab da schon auch, ich mache dann Feintuning. Wenn ich die Vocals dann im Beat höre, was ich direkt danach mache, mache ich hier nochmal Feintuning manchmal. Weil dann merke ich halt doch, okay, hier oder da ist noch ein bisschen was, was dann mit dem Beat nicht mehr so gut funktioniert wie alleine. Also ich gehe da schon sehr, sehr früh dazu über, das im Beat dann anzuhören, direkt danach. Aber habe dann schon die Frequenzen zumindest vorbereitet, muss dann nicht mehr suchen, aha, das hier war bei 1 Kilohertz, sondern habe das dann schon und kann einfach sagen, okay, hier brauche ich noch ein dB weniger davon, wenn der Beat dazu kommt. Doch noch einen dB weniger. Aber ganz neue Bänder anzulegen, brauche ich dann meistens nicht mehr. Aber es sind ja auch schon genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 EQ-Bänder. Das ist schon eigentlich viel für mich. Das passiert selten. Oft reichen mir da auch fünf oder sechs. Aber es ergibt sich auch einfach. Na, vielleicht hätte ich die Sachen, was jetzt hier 12 und 6 machen, hätte ich wahrscheinlich mit einem Band hingekriegt. Die sind beide fast auf derselben Frequenz und sind beide dynamisch. Oder hier auch. Na, das und das. Da hatte ich zuerst schon den richtigen Impuls, habe es aber nicht stark genug gemacht, habe dann später noch Band 11 angelegt, das einfach dasselbe dann nochmal macht. Aber ich lasse es dann auch so, wenn es gut klingt. Das ist halt immer, wenn ich es zuerst schon mal gemacht hatte und später dann höre, okay, es war nicht genug. Dann mache ich aber ein zweites Band, bevor ich dann anfange zu suchen, was macht der überhaupt, sondern macht einfach hier Doppelklick, neues Band. Geht schneller. Und dann landen halt zwei fast auf derselben Frequenz. Und dann landet man halt auch bei elf Bändern. Am Ende ist immer, wenn es gut klingt, was richtig. Dann habe ich hier einen Exciter drauf. Leichten Verzerrer, der hier sanfte Obertöne reinmacht in der Standardeinstellung hier in der Mitte. Die gefällt mir ganz oft hervorragend. Die Standardeinstellung vom Neutron Exciter. Wir können den auch mal schnell übertreiben. Ich schalte den mal wieder ein. So, ich mache mir mal die Plugins hier ganz nach links im Fenster mit meinem kaputten Mausrad. Boah, das geht ja gar nicht klar. Okay, ich mach's von Hand. <laughs> mein Mausrad. Ich brauche eine neue Maus. So, dann sehen wir hier die Plugins. Dann sehen wir hier das, dann machen wir alle mal aus, außer die, die wir schon hatten. So, hören wir uns mal den Neutron an, den Verzerrer. Den Exciter werde ich jetzt mal ein bisschen übertreiben. Hi, hey, yeah. ja. dir sein, yeah. Baby, du hast so viel Vibe. Ich muss natürlich jetzt wieder die Originalspur anmachen. Die hier machen wir jetzt wieder aus, die haben wir gerade dupliziert und machen die hier wieder an und hören dieses Neutron. So, jetzt müsste das passen. ja. Hey, yeah. Baby, yeah. Baby, du hast so viel Vibe. Ich häng mit der Crew um drei. ja. Wir sind in Uber. Hi. Ja. Baby ich will mit dir sein. Ja. Baby, du hast so viel. Man könnte da auch mehr machen. Das ist schon eher dezent, aber es kommt ja gleich nochmal einer. Also das gehört halt mit zu diesem modernen Vocal Sound gerade. ist ganz viel von diesen Verzerrungen drauf. Was ja auch, wenn man es richtig eingestellt hat, richtig geil klingen kann. Das macht der Neutron. Dann kommt die Kompression. Dazu gab es ja, nee, gab es das schon? Nee, kommt bald. Bald kommt von mir ein kurzes Video, eins von diesen neun kurzen Videos von uns, warum so viele Profis mehrere Kompressoren hintereinander verwenden. Dazu habe ich ein eigenes kurzes Video gemacht, habe es aber auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ein Kompressor dann halt die Spitzen erstmal wegmacht, das ein bisschen vorbehandelt. Ein zweiter Kompressor ist dann eher so ein sanfter, so ein LA-2A, der die ganze Zeit mitläuft. Und der dritte in dem Fall ist eine Parallelkompression, seht ihr hier. Also der macht es einfach noch mal parallel Und wenn wir uns die mal angucken, dazu machen wir noch mal stille hey, yeah. Baby Und dann sehen wir, dass die auch alle nicht unendlich viel arbeiten. Ja, hier der erste, der nur die Spitzen wegbügeln soll, der macht hier mal 2 dB vielleicht an der lauten Stelle. Und auch der sanfte Kompressor. der macht mal 3 dB vielleicht an der lauten Stelle. Und der Parallelkompressor, der geht richtig rein. Der bügelt 7 dB weg, aber der kommt ja auch parallel dazu. Das heißt, ich behalte relativ viel Dynamik noch im Signal. Ich mache da jetzt nicht komplett alles flach und eindimensional. Das würde nicht gut klingen. Ja, das ist sanfte Kompression. Das ist halt auf den Punkt. Das ist genau so, wie ich es möchte. Und das mache ich mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, ganz vorsichtig. Ja, weil wenn ihr hier zum Beispiel auch die Attack-Zeit zu schnell habt und eure Transienten wegkomprimiert, dann klingt das auf einmal nicht mehr. Oder die Release-Zeit zu lang. Ihr seht hier. Die ist auf 3 von 10. Wenn er den reinzieht, ist die auf 5. Das ist mir meistens ein bisschen zu lang, vor allem wenn Rap-Parts auch kommen. Ich muss der ein bisschen schneller wieder aufhören zu arbeiten. Sonst komprimiert er mir ins nächste Wort rein. Das klingt schlecht, das klingt komisch. Aber dazu kommen bald ein paar einzelne Videos nochmal. Aber zur Kompression generell gibt es ja auch schon ein Tutorial auf dem Kanal. Wir können uns ja mal das anhören, wie der Kompressor klingt. Machen wir nochmal einen AB-Vergleich. mit der Crew um drei. Ja, wir sind in einem Uber. Hi. Ja, Baby, ich will mit dir sein. er ja. Baby, du hast so viel Weib. er ja. ich häng mit der Crew um drei. Ja, wir sind in einem Uber. Hi. Ja, Baby, ich will mit dir sein. er ja. Baby, du hast so viel Vibe. er ja. ich häng mit der Crew um drei. Ja, wir sind in einem Uber. Hi. Ja. Es ist stabiler. Das wird man ziemlich gut. Es ist näher dran irgendwie, es ist präsenter, es ist stabiler und es klingt halt. Ja, stabiler ist eigentlich schon das richtige Wort. Ne? Und es wird viel einfacher sein, das so in den Beat reinzukriegen. Weil so wie es ankam, das scheint schon komprimiert zu sein bei der Aufnahme. Ich muss es jetzt nicht unglaublich stark komprimieren. Aber so wie die Spur davor war, würden wir Probleme kriegen, die reinzumischen. Die ist an manchen Stellen dann zu leise, die ist an manchen Stellen dann zu laut, sie ist nicht durchsetzungsfähig. Aber diese... Kleinigkeit, diese kleine, aber sehr wichtige Kompression, was die drei Kompressoren hier machen, das sorgt am Ende dafür, dass es genau in den Beat reinpasst und dass es stabil ist. Fast immer gleich laut, aber trotzdem noch gut klingt, weil ich es auch nicht tot komprimiere. Genau, 1176er und LA2A. Das ist halt ganz oft die Reihenfolge. Ich habe es hier ein bisschen umgedreht, aber der Distressor ist ja auch ein schneller Kompressor. Also der kann auch die Funktion vom 1176er erfüllen in dieser Kette. Ich mache in letzter Zeit den Distressor sehr gerne und mache mit dem 1176er hier hinten dann die Parallelkompression. Diese Kette hier verwende ich zurzeit ganz oft, aber das ist in ein paar Monaten wieder anders bei mir. Das ist immer so Geschmackssache auch. Und am Ende hört man ja selber den Unterschied irgendwann nicht mehr. Wenn ich jetzt hier vorne den 1176er hätte und hinten den Distressor für die Parallelkompression, würde auch funktionieren. Vielleicht würde man die Knöpfe ein kleines bisschen anders einstellen, dann vielleicht Attack und Release-Zeit mal ein bisschen ausprobieren. Aber ihr seht hier schon, beim 1176er ist das Standardeinstellung Attack und Release. Der hat gar keine und hier habe ich nur die Release ein bisschen schneller gemacht. Da muss man auch keine Wissenschaft draus machen. Meistens sind die eh standardmäßig für Vocals eingestellt. Oft ist die Release-Zeit zu lang für Rap. Da muss man eine Wissenschaft draus machen aus der richtigen Release-Zeit für schnelle Vocals. Das ist wirklich ganz wichtig. Aber Komprimieren wird einem oft auch so ein bisschen verkauft, als wäre das jetzt irgendwie eine Geheimwissenschaft. Also da muss man einfach auch zuhören und nichts falsch machen. Am Ende nicht zu viel machen. Ich finde EQ fast schwieriger als Komprimieren. Obwohl man den Kompressor weniger hört als Einsteiger, das ist halt oft das Problem, dass man gar nicht genau hört, was der macht. Das hört man beim EQ einfacher. Aber am EQ gibt es dann am Ende viel mehr Möglichkeiten als am Kompressor. Aber die zwei sind die wichtigsten Tools. Also da könnt ihr eure Zeit reinstecken. EQ üben, Kompressor üben. Wenn das nicht auf dem Punkt ist, könnt ihr noch so schöne Verzerrer drauf haben, noch so einen schönen Raum, noch so ein tolles Delay automatisieren. Das nützt alles nichts. EQ und Kompressor ist nun mal, sind die zwei wichtigsten Tools, mit denen wir es die ganze Zeit zu tun haben. Durch die Komprimierung klingt es auch so, als würde die Stimme in Bewegung sein, klingt nicht so festgefahren. Ja, es hat mehr, hat mehr Energie, also es kommt auch, was die Stimme macht. Man kriegt halt mehr davon auch mit so ein bisschen, ne? weil das näher dran ist, weil das nicht so viel leise Stellen hat. Also wenn er was Leises macht, ist ja auch schön, aber es oft zu leise so, dass es untergehen würde. Ich mag auch gute Kompression, mag ich total. Ich weiß beim Slate Bundle oft nicht so recht, welchen Kompressor ich wann benutzen soll. Ja, ich finde auch, das sind fast schon zu viele Sachen jetzt in dem Bundle. Wir haben da auch fünf EQs jetzt drin, fünf Kompressoren. Ich würde dir vorschlagen Egal, ob ihr jetzt ein Universal Audio oder ein plug in Alliance oder ein Slate-Bundle habt oder was ganz anderes, so ein 1176er-Klon, ne, der Waves CLA heißt der, nee, das ist der LA2A, oder? Aber da gibt es doch auch vom, vom CLA-Bundle, gibt es auch einen 1176er bei Waves, gibt es in jedem Bundle. Startet mal mit dem, mit dem 1176er, das ist so ein berühmter Standardkompressor. Und wenn es einen gibt... Den zum Beispiel habe ich am Anfang viel verwendet im Slate Bundle, weil der halt schön zu bedienen ist. Der hat wirklich Threshold, Ratio, Attack, Release, die vier Standardparameter. Weil der 1176er hat kein Threshold. Da steuert er den über einen Inputregler. Aber der zum Beispiel vom Slate Bundle, der ist halt einfach zu bedienen und klingt auch super. Den hatte ich auch total oft auf Vocals. Die vier hier sind meine Lieblinge und für Drums, für Drums verwende ich manchmal noch den Blueface. Hier aber ist auch wieder egal. Am Ende nehmt euch mal einen und lernt den kennen und dann den zweiten, anstatt fünf zu benutzen, die man alle nicht im Griff hat. Dann klingt es schlechter danach. Ich hätte das ja auch mit einem hingekriegt. Ist eine Kleinigkeit, klingt ein kleines bisschen nicht so schön. Ich habe es letztens verglichen für das Kurzvideo, das bald kommt. Da habe ich genau dieselbe Chain und habe dasselbe dann versucht mit einem 1176er hinzukriegen. Klingt, klingt fast identisch. Das ist wirklich ein mini-mini-Unterschied noch. Und wenn man sich nicht sehr sicher fühlt mit Kompressoren, dann macht ihr das einfach erstmal mit einem und stellt den gut ein. Was bringt das linear ding? Das ist beim EQ einfach, damit er keine Änderung in der Phasenlage macht von deinem Signal. Das braucht man bei Parallelbearbeitung, wenn man ein zweites Signal anders EQen oder Filtern möchte. Beim Komprimieren braucht man das nicht. Das ist nur für Equalizen und Filtern. CLA 76, genau, so hieß der von Waves. Ja, macht euch die Auswahl nicht so kompliziert. Die ganzen Bundles sind alle viel zu groß. Und es ist ja klar, warum. Weil wir Geld dafür bezahlen sollen. Die ganzen Companies machen immer neue Sachen, weil wenn der eine Anbieter mehr EQs drin hat, sieht das ja besser aus. Mir wäre es lieber, wenn die Bundles kleiner wären. Und ich habe mal ein interessantes Gespräch auch gehabt, wo ich gefragt würde, wenn ich eine Subscription hätte, so wie ich sie habe von Slate, wie viele neue Plugins möchte ich da haben pro Jahr? Und meine Antwort war, ich finde es perfekt, wie es beim Slate Bundle ist, zwei neue Sachen pro Jahr. Weil ich will nicht ständig neue EQs und Kompressoren haben. Dann verliere ich den Überblick und dann weiß ich nicht mehr, welche ich verwenden soll und höre auf, die wenigen, die da sind, zu beherrschen. Das geht genau in die falsche Richtung. Und früher hatte ich auch die ganzen Cracks von den Bundles mit 800 Plugins drauf und wusste nicht mal, wo ich anfangen soll. Und irgendwann habe ich angefangen, Geld damit zu verdienen, habe mir die Sachen gekauft und das war wie eine Befreiung, keine 800 Plugins mehr zu haben, sondern acht. Und die dann zu lernen. Das war eine Befreiung. Also wenn ihr das wirklich können und verstehen wollt, dann löscht Plugins. Das ist die richtige Richtung. Vielleicht nur Isotope oder Fabfilter. Also ich, mit den ganzen Bundles, für mich ist so eine Art von Bundles ist die, die analoge Sachen nachahmen, so wie die ganzen Kompressoren, die wir gerade gesehen haben. Da wären die größten Slate, Universal Audio, Plugin Alliance und wahrscheinlich Waves. Und dann gibt es diese Bundles von den neumodischeren Plugins, die auch digitale Stärken ausspielen, sowas wie Isotope oder Fabfilter, die jetzt halt nicht vorrangig versuchen, analoges Equipment zu emulieren. Sondern, ja, ich sage einfach moderne Plugins. Und ich denke von jeder Welt ein Bundle. Das wäre wahrscheinlich perfekt. So wie ich, Slate und Isotope. Das ist meine Mischung. Aber mit Universal Audio und Fabfilter wären meine Mixe genauso gut. Ja? Das ist dann Gewohnheitssache. Und deshalb bin ich auch so resistent zu wechseln, weil ich die Isotope-Sachen einfach so gewohnt bin. Und die klingen hervorragend. Warum soll ich wechseln? Warum soll ich jetzt mehr Fabfilter dazu kaufen, wo ich dasselbe dann auch machen kann? Was genauso gut klingt wahrscheinlich, aber da müsste ich mir erstmal einarbeiten. Und bei Isotope ist halt Ozone dabei. Ja, das ist halt ein bisschen so, da, da sind die anderen Bundles vielleicht nicht so krass in dem Punkt. Aber ich könnte auch ohne Isotope, also ohne Ozone könnte ich auch mastern. Wäre halt schwieriger für mich, würde halt ein bisschen länger dauern, muss ich mir dann aus verschiedenen Plugins zusammenbauen. Und hätte keinen Master Assistant. Das ist schon luxuriös, das Ozone. Das ML1 habe ich auch ja von Slate, genau. Das ist mein Mikrofon für Vocalaufnahmen bei mir. Ja, Stock-Plugins. Super Idee, was der Felix schreibt. Erstmal EQ und Compressor Basics kennenlernen mit Stock-Plugins. Nehmt den Equalizer von eurer DAW. Nehmt den Kompressor von eurer DAW. Ich weiß, das ist langweilig und wir wollen alle das coole Zeug haben, das wir in den Tutorials sehen. Wollen lieber was kaufen, als es zu üben. Das Problem haben wir alle. Aber am Ende kommen wir um das Üben halt nicht rum. Und übt es mit einfachen Plugins. Dann geht es schneller, das zu lernen. Was haben wir hier noch in meiner Vocal Chain? Wir haben das Fresh Air von Slate und das ist kostenlos. Das könnt ihr euch direkt downloaden. Braucht ihr nur einen i iLog, um das zu autorisieren, dann ist es kostenlos. Und ich schalte es mal ein und aus, um euch zu zeigen, wie es klingt. Dann werde ich es übertreiben. Dann drehen wir es noch deutlicher rein und danach sprechen wir mal drüber. Zuerst hören. Hey, yeah. Baby, mit dir sein. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe. Yeah. Ich scheint mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, hi, ja. Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Es scheint mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, hi, ja. Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Weib, ja. Es scheint mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, hi, ja. Also Vorsicht mit diesen automatisch Gutmach-Plugins. Die automatisch für euch alles geil machen. Vorsicht, mit denen, die verwendet man gerne zu stark. Ja, und man merkt ja auch gerade, mehr Höhen klingt immer erst mal besser. Wenn ich jetzt AB mache, klingt es ohne das total dumpf. Dabei war es ohne eigentlich schon okay. Deshalb, Vorsicht, das ist psychoakustisch so ein Problem. Mehr Höhen klingen immer frischer, klingen immer erst mal besser und dann übertreibt man komplett. Ja, das war schon richtig eingestellt, so wie es bei mir davor war. Also das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Mal hier Ando machen hier auf 13 und 14. Also in den Mitten 13%, in den Höhen 14%, das ist schon viel für mich. Das ist schon viel. Ich habe den oft nur in den Höhen, nur auf 5%, aber ich habe den ganz oft drin. seitdem den gibt es noch nicht so lange, erst ein paar Monate. Und ich finde es fantastisch, weil der macht halt gleichzeitig die EQ und Verzerrung in den Höhen. Vielleicht macht er noch andere Sachen, keine Ahnung. Für mich klingt es aber nach den beiden Dingen. Also ich erreiche damit einen Effekt, den ich sonst mit Equalizer und Verzerrer erreichen würde. Hätte ich den jetzt hier nicht drin, Hätte ich viel mehr EQ und viel mehr Verzerrung, wahrscheinlich im Neutron. Ja, wahrscheinlich würde ich hier mehr Höhen reindrehen, müsste dann mehr DSen danach und hätte hier mehr Verzerrung gemacht oder mit einem anderen Verzerrer noch. Aber gerade für Vocals finde ich halt das, den Sound von dem Fresh Air sehr, sehr angenehm. Oft, auch nicht immer. Manchmal habe ich ihn nicht drauf. Und so krass wie hier habe ich ihn selten drauf mit 13 und 14 Prozent. Aber hier passt es halt auch einfach. Hier hat es super gepasst. Und der ist kostenlos. Aber ich hätte den mir sogar gekauft. Beziehungsweise hätte ich ihn ja eh, weil ich das Bundle abonniert habe. Aber für so einen würde ich gerne bezahlen. Na, das muss nicht kostenlos sein. Wenn ein Plugin so gut klingt wie das hier, muss es nicht kostenlos sein. Aber umso besser, dass es trotzdem kostenlos ist. Also das kann ich sehr empfehlen. Falls ihr einen iLog habt, ladet euch das. Das ist kostenlos. Jetzt haben wir ziemlich viele Höhen bekommen. Insgesamt schon. Durch die Verzerrung die mehr Obertöne macht. Da kommen natürlich auch hohe Frequenzen dazu. Dann hier Fresh Air, dann mein EQ macht Höhen dazu. Irgendwann müssen wir wieder gegen die s laute arbeiten, leider. Ich habe einen DS drauf, der sieht so aus. Immer wenn das Rote hier aufleuchtet, DS der ein bisschen. Also auch nur ein oder zwei dB nimmt er bei den S-Lauten weg. Immer wenn eine Stelle mit S kommt, wird die ein bisschen bisschen wird das Ess runterkomrimiert und ich übertreibe den Mal und spiels euch dann vor, damit ihr hört wie ein zu stark eingestellter die es klingt Ich schenk mit der Crew um drei Wir sind in einem Uber Baby will mit dir sein er Baby du hast so viel Weib Ich schenk mit der Crew um drei wir sind dann einem Uber Baby will mit dir sein er. Also auch hier Vorsicht, das ist eine, eine der entscheidenden Stellen in der Vocal Chain. Wenn man einen DSer braucht, ist hier wirklich Vorsicht angesagt. Bisschen zu stark mit dem reingehen und schon ist die ganze Vocalspur kaputt. Klingt dumpf, klingt als würde der lispeln, klingt nicht mehr crisp, klingt obenrum nicht mehr geil, weil die Höhen einfach draufgehen. Da auch ruhig ein Auge drauf werfen, das kann, man, kann helfen, da auch drauf zu gucken, dass der wirklich nur bei den S-Lauten anspringt und nicht die ganze Zeit irgendwas macht. Das soll nur, wenn S kommt. Es gibt auch ein eigenes Tutorial über DSing auf dem Kanal hier. Schaut euch das mal an. Da zeige ich ein paar Möglichkeiten, zeige auch, was man an der Spur selber vorbereiten kann, wenn man Probleme mit den S-Lauten hat. Man könnte nämlich die sogar einzeln ausschneiden, ausschneiden und von Hand runternehmen dann. De-Essen ist auch wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Und hier, ich mache es oft so, einen vorsichtigen DS- und dann baue ich mir noch einen mit einem dynamischen EQ. Dazu habe ich hier wieder Neutron verwendet, nur ein Band. Das nur hier oben, ab 4 kilohertz aufwärts, dynamisch, also wenn viel S kommt, bisschen rausnehmen. Sieht dann so aus. Ja, das seht jetzt auch immer, wenn ein S-Laut kommt, zieht er den ein bisschen runter. Also ich habe mir hier einen zweiten DSer dazu gebaut, sozusagen noch. Und dann fand ich den Sound gut. Aber muss auch sagen, die Aufnahme war relativ sanft. Ja. Oft, oft sind die Probleme mit den s lauten wesentlich größer, als es hier der Fall war. Und durch den Kompressor wird es noch schlimmer. Weil der Kompressor betont oft nochmal die S-Laute mit. Oft denkt man vor dem Kompressor es ist okay mit den S-Lauten, dann komprimiert man und danach ist nicht mehr okay. Und dann geht dieses Spiel los. Ich will Höhen haben, aber nicht zu viele S-Laute. Dann kommt ein DS, dann wird es wieder zu dumpf, dann dreht man wieder Höhen rein, dann muss der DSer mehr machen. Dieses Spiel gar nicht machen. Ihr müsst also nicht nach dem DSer dann wieder mit einem EQ Höhen rein und dann einen neuen DSer und dann wieder Höhen rein. Wenn ihr euch dabei ertappt, das ist keine gute Sache. Dann geht zurück, löst das Problem vorher. Also ich, ich habe EQ, danach DS und dann ist es gut. Wenn es am Ende gut klingt, ist egal, wie viele Plugins ihr drin habt. Wenn das jetzt mal passiert, dass man dann nochmal ein EQ macht und nochmal ein DS, okay, wenn es danach gut klingt, lasst es so. Aber halt keine ewige Kette dann bauen, wo man immer wieder das Gegenteil macht von dem, was man davor gemacht hat. Was kostet das gesamte Slate Bundle? 15 Dollar pro Monat, also 100. Ja, 170 oder was, 160, 170 Dollar im Jahr. Und für jemanden, der selbst nur ein bisschen Geld mit Musik verdient, ist das natürlich easy, sich das zu leisten. Genau, würde statt des DSs auch ein dynamischer EQ funktionieren? Absolut, ja. Also ich mache in dem Fall hier sogar beides nacheinander. Lieber beides ein bisschen. Ist ähnlich wie beim Komprimieren. Ein Ds ist letztendlich ein spezialisierter dynamischer EQ? Nee, eigentlich gar nicht. Ein DSR ist ein Kompressor, der nur auf die Höhen anspringt. Ein DSR ist ein Kompressor mit einem Sidechain-Eingang, der nur die hohen Frequenzen kriegt von der Vocalspur und der dann komprimiert. Aber heutzutage gibt es ja dynamische EQs und da kann man das auch mit einem dynamischen EQ umsetzen und ich finde das halt angenehmer. Aber früher, als wir noch analog gearbeitet haben, als es keine Plugins gab, da gab es halt keine dynamischen EQ-Plugins. Und deshalb wurde das ursprünglich dann über einen Kompressor gemacht. Und wenn ich jetzt hier ein DSer Plugin, das so heißt, das hier ist ein Kompressor, der nur auf die Höhen anspringt. Ich kann hier die Frequenz einstellen, aber deshalb hat er auch einen Threshold. Ne? Lasst euch da nicht täuschen. Also ihr könnt es mit einem dynamischen EQ auch erreichen und einen De-Esser bauen sozusagen. Aber wenn irgendwo De-Esser draufsteht, ist es ein Kompressor. Vor oder nach dem Kompressor De-Essen? Ja, das ist auch so eine Glaubensfrage. Da wirst du alle möglichen Meinungen finden. Ich mache es immer öfter danach. Ich habe es früher öfter vor dem EQ gemacht und auch vor dem Kompressor. Mittlerweile, siehst du ja hier in meiner Chain, mache ich es eigentlich ganz am Ende. Wenn mein Vocals, meine Vocals schon gut klingen. Aber hängt auch davon ab, wie groß das Problem ist. Ja, vielleicht müsste man auch früher ran. Aber wenn ich den Impuls hätte, als erstes zu deessen, dann stimmt eh irgendwas gar nicht. Ja, dann würde ich vielleicht mir die Vocalspur nochmal anschauen und notfalls auf der Main-Vocalspur zumindest die S-Laute ausschneiden einzeln runterziehen, dann auf eine eigene Spur. Und das habe ich in dem, in dem Video gezeigt über DSing. Aber bei mir ist in letzter Zeit eigentlich der immer relativ am Ende dran, der DS. Aber da gibt es keinen richtig oder falsch. Probier einfach ein bisschen hin und her. Man kann ja die Plugins hier hin und her in der Reihenfolge auch ändern. Kann man hören, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Wenn ich jetzt meinen DSer vor den Kompressor machen würde, vielleicht würde das genauso klingen. Vielleicht hört man gar keinen Unterschied. Genau, das ist meine Meinung dazu. Gibt es, glaube ich, kein richtig und falsch. Und dann haben wir noch die zwei send effekte auf den Vocals. Die können wir auch mal einschalten. Ich schalte euch die Einzelnen ein. Zuerst den Raum. Schalte ich mal ein und aus ein paar Mal. Dann achtet mal drauf, wie das mit und ohne Raum klingt. Und dann, wie das mit und ohne Delay klingt. Der Repeater ist mein Delay und mein Delay. Und das ist ganz entscheidend bei dem Song. Mein Delay geht in den Raum. Das hier ist der Repeater. Mein Delay-Plugin. Und das selbst wird wieder in den Raum geschickt. Der Nimbus ist mein Reverb, mein Raum. Und der Repeater ist mein Delay. Und das Delay, die Wiederholungen auf den Vocals, die Wiederholungen selber gehen in den Hall. Das hören wir uns jetzt mal an. An der Main-Vocalspur. Ich schalte die nochmal auf Solo. Das war die hier. Und dann schalte ich mal die zwei Sends mit rein. Und schalte ein bisschen hin und her. ja. Hey, yeah. sein, ja. Yeah. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Vibe, ja. Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, Hi, ja. Baby, ich will mit ja. dir sein, ja. Baby, du hast so viel Vibe, Ich schenk mit der Crew um drei, ja. Wir sind in einem Uber, Baby, ich will mit dir sein, ja. Baby, du hast so viel Vibe, ja, ja. ja. Jo, also, ein relativ langer Hall, ne? relativ große Nachhaltzeit, aber passt zu der Mucke. Können wir mal schauen, wie viel das war. Zwei Sekunden Nachhaltzeit. Und die Stimme geht ein bisschen in den Raum rein, jetzt nicht übertrieben, aber die, die Wiederholungen, ne? Das Delay geht richtig stark in den Raum rein. Und das mache ich häufig, weil dann das Echo, das Delay, die Größe kriegt. Das heißt, meine Original Vocals sind vergleichsweise trocken, die haben jetzt nicht unendlich viel Hals selber drauf, so dass die wishy werden und alles wird zu viel und stört, aber die Wiederholung kriegt dann die Größe, die Wiederholung kriegt viel Raum, das ist ein sehr eleganter Trick, damit das Ganze klar und definiert bleibt, aber trotzdem diese Größe kriegen kann und diese Delays da überall rumfliegen. Und das war es eigentlich schon, weil ihr habt ja gesehen, wir haben hier unendlich viele Vocalspuren noch die ständig irgendwas dazwischen machen und hier und da fliegt noch was rein, da ist eh schon Action ohne Ende. Deshalb war es das schon mit Vocal-Effekten, die die ganze Zeit mitlaufen. Nur die beiden. Ja, und dann könnte man beim Delay überlegen, ob man das automatisiert oder sidechained auch, dass das vielleicht nur manchmal kommt, nicht die ganze Zeit mitläuft. Habe ich bei einem anderen Song gemacht von dem Projekt. Bei dem Song läuft es tatsächlich einfach mit. Im Tempo, auf den Vierteln und gibt auch noch mal so ein bisschen Rhythmus dann. Das war die Main-Vocal-Spur. So habe ich die gemischt in dem Fall. Dann können wir jetzt noch eine Runde Frage machen und dann machen wir nächstes Mal in zwei Wochen an der Stelle weiter. Ich glaube, dass wir ihn nächstes Mal zu Ende kriegen. Also, wenn ihr noch eine Frage habt zu den Themen von heute, dann könnt ihr die jetzt in Chat reinschreiben. Welche Frequenz würdest du beim DS einstellen? Das hat mich manchmal etwas verwirrt. Ja, das ist auch ein bisschen komisch bei vielen Plugins. Also, bei dem hier steht der auf 5. Das ist relativ niedrig, hätte ich immer gedacht. Also, die S-Laute, die richtig stören, sind meistens so bei. 8 oder 9 Kilohertz ist es am schlimmsten. Aber die macht er ja auch mit. Er fängt bei 5 an. Ja, wichtig ist ja die Trennung vom Rest. Deshalb ist die Einstellung so. Ab 6 Kilohertz ist dann halt nur noch S-Laut sozusagen. Und die Sprachverständlichkeit zum Beispiel liegt ja bei 1 bis 2 Kilohertz. Und deshalb ist die Standardeinstellung hier 5. Ich habe die oft auch hochgenommen dann auf 8 Kilohertz oder sowas. Aber man kann ja hier unten zuhören, wenn man sich nur die S-Laute anhört. Macht nicht so einen Riesenunterschied. Und je mehr ich es mache, desto mehr baue ich mir die E selbst mit meinen dynamischen EQs. Und stelle dann die Frequenz E ein. Ich habe jetzt hier auch bei 4 Kilohertz angefangen. Aber so richtig arbeitet er dann ab 6 Kilohertz hier. Ne? Ab hier ist es dann ungefähr gleich, was er macht. Aber ich habe auch oft schon sowas hier gemacht. Mit zwei Bändern dann. Hier nochmal einen so bei 8, 9 Kilohertz, den auch auf dynamisch. So könnte das auch aussehen. Mein DSer. Besteht aus zwei Bändern oder drei oder vier. Jeder Sänger ist anders, jedes Mikro ist anders, jede Aufnahme ist anders. Die Probleme, die wir lösen müssen, sind in jedem Mix anders. Wir müssen halt in der Lage sein zu reagieren. Das ist alles. Die Essing mit Melodyne habe ich noch nie ausprobiert. Das habe ich tatsächlich. Ich habe nicht standardmäßig Melodyne auf meinen Vocalspuren, deshalb habe ich das noch nie gemacht. Rockstar, das wäre was ja. Packst du auch einen EQ auf den Hall? Manchmal schon, ja. Also, ich nehme oft Bass raus beim Hall. Insbesondere, wenn ich den Hall auch für die Drums verwende und die Kickdrum geht mal in den Hall rein, dann ist der Bass ganz schnell zu viel. Oder wenn ich den Bass in den Hall reinschicke, wirklich die Bassspur, dann mache ich auch eine EQ auf den Hall und filtere da die Bässe weg. Oder mal Höhen, wenn die ein bisschen aufdringlich sind. Wenn ich mit den S-Lauten auf der Vocalspur eh schon Probleme hatte, dann nehme ich oft auch ein DS auf den Vocal Hall nochmal, damit sich das nicht wieder aufsummiert. Die S-Laute von meiner Vocalspur und die S-Laute vom Hall. Weil alles kommt ja wieder zusammen dann. Und dann klingt es einzeln Solo wieder schön. Am Ende laufen dann wieder zehn Vocalspuren zusammen. Alle zehn haben Hall drauf. Und in dem Hall ist auch der S-Laut wieder da. Und dann wird es doch wieder zu viel. So was mache ich schon, ja. Nächster Stream ist am Donnerstag. Ein Decoded. Sehr schön. Da kommt dann der Dennis wieder mit dazu. Legende. Genau. Immer den Kanal im Auge behalten. Ne? Und ihr wisst ja, abonnieren, wenn ihr die News haben wollt. Glocke anmachen, Daumen nach oben, wenn euch die Themen gefallen. Wir schauen uns die Daumen an, um die Themen auszuwählen. Und ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren immer Themen vorschlagen. Planst du mal ein Tutorial für deine Mikrofoneinstellungen beim ML1? Könnten wir machen. Ich weiß gar nicht, ob das für viele so interessant ist, ehrlich gesagt. Weil das ist schon wieder so was Spezifisches. Ein Mikrofon von einem Hersteller weiß ich gar nicht, ob sich sowas lohnt. Ich würde zum Beispiel viel lieber dann mal zeigen, wie ich ein Mikrofon verwende, wo ich das hinstelle, wie ich mit den Künstlern umgehe. Es gibt ja schon ein paar Videos dazu. Am Ende entscheide ich das mit dem Ingo zusammen. Also, ihr könnt immer Vorschläge loswerden. Notieren wir uns alles gerne. Aber ich persönlich denke halt immer, es ist interessanter, wenn das viele betrifft, wirklich. Und das ML1 haben jetzt wahrscheinlich nicht so viele. Aber schreibt es in die Kommentare rein, gebt eure Likes dann drauf, dann sehen wir ja, wie viele das haben wollen wie viele das interessiert. Macht es Sinn, bei einem Delay-Hall eine Art Sidechain-Trigger einzusetzen, was vom Main-Vocal ausgelöst wird? Genau das habe ich gemeint. Also, dass der Hall immer dann oder das Delay immer dann weggedrückt wird, wenn die Main-Vocals gerade singen und immer dann hoch darf, wenn die aufhören zu singen. Das wäre genau das Sidechaining, das ich gemeint hatte. Ist vor allem für Delay schön, damit das Delay nicht die ganze Zeit mitläuft, sondern immer in den Pausen hochkommt, die die Vocals machen. Ja ist eine gute Sache. Side-Training ist generell ziemlich cool. Okay, super. Ja, freut mich, dass es euch gefällt. Alles ausprobieren. <laughs> dann sehen wir uns in zwei Wochen spätestens wieder. Und ja, wünsche euch bis dahin wie immer eine schöne Zeit. Viel Sommer hoffentlich. Trotzdem auch viel Mucke machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken, danke fürs Einschalten und wie immer einen schönen Abend. Tschüss.